dich schon begrüßen, oder? Ja. So, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich Ihnen. Etwas ungewohnt hier. Ich bin hier, habe einen Platz zugewiesen bekommen, dass ich hier auf der Empore stehen soll, auf der Seitenempore. Ja, darf Sie, wie gesagt, recht herzlich begrüßen, uns in der Stadthalle zu einem, ich glaube, für Leonberg relativ neuen Format eines Beteiligungsprozesses, einer Bürgerbeteiligung, denn die Stadt für morgen wirft natürlich ihre Schatten voraus, nicht weil die Sonne nicht da ist, sondern vor allen Dingen, weil natürlich viel darüber gesprochen worden ist und weil es ein Projekt ist, was unser Stadtbild möglicherweise verändern wird und unsere gesellschaftliches Leben möglicherweise auch beeinflussen wird, hoffentlich im positiven Sinne. Und als ich gerade hergefahren bin, habe ich im Radio gehört und auf dem Display war es auch, Stau auf der A81, Ditzingen beziehungsweise von Zuffenhausen nach Stuttgart kommend, Engelbergtunnel, 30 Minuten Wartezeit, benutzen Sie bitte die Standspur. Ich bin deshalb etwas später gekommen, weil ich mir das anschauen wollte. Ich bin mal kurz in der Stadt gefahren, ob das irgendwelche Auswirkungen auf uns hat. Ich habe jetzt also keine großen Nennenswerten für Freitagabend 19 Uhr irgendwelche nennenswerten Nachteile erkannt, wie wir sie nicht schon irgendwie beim normalen Betrieb gesehen haben, was den Engelbergtunnel nicht von einem Stau geplagt ist. Also gleich zum Auftakt heute die Bewährungsprobe und hat nämlich damit was zu tun, dass der Verkehrsversuch ja auch letztlich da standhalten soll. Ganz besonders begrüße ich Sie natürlich nicht nur persönlich, sondern natürlich auch den Herrn von Zardo, der Sie letztlich auch dann durch das Programm führen wird. Dann gibt es eine Reihe von tollen Menschen, wie Sie natürlich auch, aber natürlich, die uns begleiten werden und die stellen sich natürlich gleich nachher noch selber vor. Wir haben sogar eine Schalte nach Bielefeld. Ich will nicht so viel vorwegnehmen, ich darf nur ganz kurze Begrüßung machen, aber ich möchte eins sagen, was hier vorbereitet worden ist, eines von dem Referat für Mobilität, aber auch von den entsprechenden Akteuren hier, finde ich eine ganz tolle Sache, dass man hier ein Format bekommt von heute und von morgen, also von Samstag und morgen, ist das was ganz Besonderes. Ich denke, wir haben darauf Rücksicht genommen, dass viele Menschen auch morgen einkaufen wollen und vielleicht den ganzen Tag was anderes zu tun haben. Deswegen haben wir das so gemacht, dass morgen dieses Programm durchläuft, so als Schleife. Darf natürlich auch unseren Baubürgermeister begrüßen, lieber Klaus Brenner, der sich natürlich entsprechend auch hier mit beteiligen wird. Apropos Beteiligung, wir sind im Gemeinderat in der Diskussion, müssen wir die Bürger befragen, also auf der einen Seite. Wir wollen natürlich wissen, was die Bürgerschaft dazu sagt. Im Gemeinderat haben wir genügend Möglichkeiten zu sprechen. Heute sprechen die Bürgerinnen und Bürger, die mal nicht in einer Funktion des Gemeinderates sind, weil ich glaube, wir wollen ja als Gemeinderat, so sehe ich das, bin ja der Vorsitzende des Gemeinderates, ich möchte ganz gerne als Gemeinderat ja wissen, was die Bürgerschaft sagt, damit ich auch meine eigene Meinung bilden kann und nicht Einfluss nehmen auf die Meinungsbildung der Bürgerinnen und Bürger. Vielleicht ist das ja mal ein anderer Prozess, den wir dann haben. Vielleicht ist das ja mal ganz schön, das zu erkennen. Sonst hat man immer als Gemeinderat den Wunsch, immer da mitzuarbeiten. Das finde ich auch toll. Aber ich will mal hören, was die Bürgerinnen und Bürger sagen. Ich spreche jetzt aus meiner Sicht des Gemeinderats. Ich bin ja auch Gemeinderat gleichzeitig, Vorsitzender sozusagen. Also, ich wünsche uns einen tollen Abend und einen ganz großen Applaus und herzlichen Dankeschön für die Vorbereitung von dem Herrn Stefan Kerner mit dem Team. Referat für Mobilität, einen ganz großen Applaus und dann können wir auch schon starten. Ich freue mich drauf. Vielen Dank. Lieber Herr Kuhn, vielen, vielen Dank für die freundlichen Begrüßungsworte.
Mein Name ist Andreas von Zadel, ich komme aus Schwielosee, mache als Moderator Bürgerbeteiligungsprozesse so wie hier heute und morgen und auch noch an anderen Momenten, die in Leonberg noch in der Zukunft stattfinden werden. Ich begrüße Sie sehr herzlich hier im Saal. Ich begrüße Sie auch sehr herzlich an den Bildschirmen da, wo der YouTube-Stream im Moment live verfolgt wird. Und ich begrüße natürlich sehr herzlich hier auf dem Podium Herrn Miem, Baubürgermeister in Schwäbisch Gmünd. Wunderbar, dass Sie gekommen sind. Ich begrüße Herrn Messerschmidt aus Tübingen, Stadtplaner. Wunderbar. Und jetzt kommt die Probe aufs Exempel. Ich begrüße Herrn Fason aus Bielefeld. Guten Abend. Das klappt perfekt. Wir werden nachher von Ihnen Ihr Referat hören. Jetzt geht die Richtung erstmal umgekehrt. Jawohl. Also wir befinden uns in einem mehrteiligen Beteiligungsprozess, der am 28. Juli schon begonnen hat mit einem Bürgerdialog hier in diesem Raum. Heute Abend ist gewidmet verschiedenen Vorträgen von Beispielen und Konzepten zu dem Thema Stadt für morgen, Mobilitätswende von anderen Orten, aus anderen Sichtweisen, sozusagen ein Gedanke, ist da was dabei für Leonberg? Was kann man lernen aus anderen Städten, aus anderen Gemengelagen, wo schon seit Jahren diese wirklich schwierige Frage bewegt wird und wo auch eben tatsächlich Experimente und auch Projekte durchgezogen werden? Das ist der Sinn des heutigen Abends. Und dafür gibt es auch die Gelegenheit, nach jedem Referat ein paar Verständnisfragen noch zu stellen. Der heutige Abend ist nicht großartig einem Dialog oder einer Diskussion gewidmet, sondern das findet am morgigen Tag statt. Das ist der nächste Punkt, 17. September, das ist der morgige Samstag zwischen 11 und 17.30 Uhr hier genau in diesem Raum. Vielleicht kann man das sogar auf den Bildschirm auch sehen. Wir haben hier schon aufgebaut, was morgen hier gebraucht werden wird. Dazu sind Sie herzlich eingeladen und da wird sozusagen nicht vorgetragen, sondern da wird nur diskutiert und nur entwickelt und Ideen gesammelt. Und dann sehen Sie hier noch den letzten Termin auf dieser Folie, das ist der 15. November, das wird in der Steinturnhalle sein, auch wieder live übertragen werden und da wird es also einen Termin geben, wo Sie Ergebnisse zu hören bekommen und gezeigt bekommen, die in der Zwischenzeit aus diesem Input der Bürgerseite und der Expertenseite sich entwickelt haben und sicherlich auch dann schon im Stadtrat besprochen worden sind und aus denen dann Grundlagen für eine Beantragung von Fördermitteln auch erwachsen wird. Soweit ist das unser Programm. Und hier sehen Sie noch einmal, was heute Abend geplant ist. Vortrag 1, Rolf Messerschmidt zur Mobilität und integrierten Stadtgestaltung. Vortrag 2, da kommt Herr Fason aus Bielefeld zum Umbau des Sternplatzes und der Philosophie dort in Bielefeld. Und dann haben wir den dritten Vortrag, das sind die Strategien für den Stadtumbau und die Mobilitätswende von Herrn Julius Miem in Schwäbisch Gmünd. Und schließlich am Ende werde ich noch ein paar wenige Ausblicke geben, wie der morgige Tag verlaufen wird. So, dann komme ich zu unserem ersten Referenten, Rolf Messerschmidt. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier aus wirklich berufendem Munde Architekt, Stadtplaner, Auditor bei der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, die ja die Qualitätssicherung im nachhaltigen Siedlungs- und Städtebau entwickelt und er teilweise sie selber mitentwickelt. Er betreut aus seinem Büro EMP, Eble Messerschmidt Partner von Tübingen aus sehr viele Projekte in Deutschland, hier in der Region, aber auch international bis nach Kambodscha und China ist er unterwegs, also gerade auch, glaube ich, in der nächsten oder übernächsten Woche wieder. Also er hat viel gesehen und er hat die Gelegenheit, uns hier viel verschiedene Bausteine zu zeigen, die alle zu diesem Strauß dazugehören, diese Einzelthemen, die alle dazugehören, wenn jemand sagt, Stadt für morgen,
Oder wenn jemand sagt Mobilitätswende, das ist ja sofort mit 1000 Fragen belegt und das eine hat mit dem anderen sofort zu tun und deswegen ist es wirklich wichtig, dass wir hier mal einen Grundüberblick darüber bekommen, welche Themen aufgerufen sind, wenn Mobilität und integrierte Stadtgestaltung zusammen betrachtet werden. Ich freue mich auf diesen Vortrag. Herr Messerschmidt. Vielen Dank für die Einführung. Jawohl, einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte noch kurz ergänzen, dass wir hier ja im Team arbeiten, aus Schüsslerplan, Henning Larsen und Eble Messerschmidt Partner. Und ich stehe stellvertretend hier und möchte Ihnen, ja, wie der Herr von Sado angesprochen hat, zu Beginn ein paar Dinge zu Klimawandel, Verkehrswende und so weiter nahe bringen. Ich habe dann wirklich eine ganze Reihe, einen Blumenstrauß von Dingen dabei, die Sie einfach inspirieren sollen für den morgigen Tag, über was man hier denn in Leonberg bei Ihnen nachdenken könnte. Und ich habe dann zum Ende noch ein Beispiel integrierter Stadt- und Verkehrsplanung aus Tübingen, nicht weit weg von hier, mit dabei. Zu Beginn möchte ich noch mal betonen, dass wir natürlich wegen dem Verkehrsprojekt hier sind. Klar, Mobilität spielt eine zentrale Rolle, aber es ist genauso wichtig, dass man andere städtebauliche Aspekte, die Nutzungen, die Projekte, die gerade parallel laufen, die integriert werden müssen, mitdenkt, dass die Freiraumgestaltung, die Aufenthaltsqualität eine ganz große Rolle spielt und dass man in diesen Zeiten, denke ich, auch das, was wir blau-grüne Infrastruktur nennen, also das heißt, wie gehen wir auch mit dem Klimawandel in Sachen Regenwasser, Starkregenereignissen zum Beispiel um oder was können wir auch für das Stadtklima tun, dass diese Dinge integriert betrachtet werden sollten. Und ich denke, wenn wir das so gemeinsam machen, dann bestehen gute Aussichten auf ein gutes und auf ein integriertes und damit auch ein sehr tragfähiges Ergebnis zu kommen. Der Herr von Sado hat es angesprochen, Mobilitätswende und Umweltschutz, das sind jetzt einfach tagesaktuelle Zahlen von der Website des Landesverkehrsministeriums. Zentraler Punkt ist, dass bis 2030 im Verkehrsbereich 55% CO2 eingespart werden sollen. Das ist mehr als die Hälfte, das ist eine ganz große Zahl und das wird auch sehr große Anstrengungen bedeuten. Und jetzt sind hier ein paar Dinge ganz plakativ mal aufgeführt. Verdoppelung des öffentlichen Verkehrs, jedes zweite Auto fährt klimaneutral, da haben wir natürlich jetzt hier einen bedingten Einfluss darauf. Dennoch geht es auch darum, E-Mobilitätsinfrastruktur mitzudenken. Jede zweite Tonne fährt klimaneutral. Da haben wir auf dem, was auf der 81 ist und so, natürlich wieder keinen Einfluss. Aber die Frage, wie kommen auch Güter in die Stadt, wie funktioniert Logistik, ist natürlich auch hier ein Thema. Jeder zweite Weg soll selbst aktiv zu Fuß oder mit dem Rad stattfinden. Da haben wir einen großen Einfluss drauf, was wir da tun können. Und ein Fünftel weniger Kfz-Verkehr in Stadt und im Land. Und ich möchte es einfach betonen, das sind jetzt Dinge, die natürlich mit Ihnen lokalen Leonberg hier zu tun haben, wo wir aber insgesamt hier jetzt auf der Ebene Baden-Württemberg oder national, international natürlich einfach aufgefordert sind, die Voraussetzungen zu schaffen, dass wir an dieser zentralen Stelle weiterkommen. Ich möchte gleichzeitig noch erwähnen zum Thema Klimawandel, ein paar plakative Aussagen. Nach dem Sommer haben wir das, glaube ich, sehr deutlich erlebt. Dennoch ist jetzt links nochmal eine Darstellung. Sie sehen überlagert Klimazonen und Klimaverschiebungen und Sie sehen so mit Umrissen zum Beispiel den Stiefel von Italien. Und das ist eine Simulation, ob die jetzt genau stimmt oder nicht, ist für mich jetzt nicht so entscheidend für das Jahr 2100. Aber dementsprechend würde das Klima von Berlin oder ich sage jetzt mal von Deutschland so auf der Höhe Rom angesiedelt sein. Nur um ein bisschen einen Ausblick zu geben, auf was wir uns denn hier noch weiter einstellen können. Auch die Anzahl der Naturkatastrophen, hier aufgelistet von 1980 bis 2018, hat einfach signifikant zugenommen in allen Bereichen. Sie sehen, wie die Kurve an sich nach oben geht. Und wenn wir mal die blauen Balken rausnehmen, das sind hydrologische Ereignisse, zum Beispiel Starkregenereignisse, dann sehen Sie da einen signifikanten Unterschied zwischen Beginn dieser Grafik im Jahr 1980 und 2018. Und das ist ja auch das, was wir erleben, was wir in den Nachrichten mitbekommen. Und ich denke, wir haben aber einfach auch eine Chance, einfach, ich spreche das nachher auch nochmal an, hier mit der Straßenraumgestaltung auf diese Aspekte zu reagieren und da andere Voraussetzungen zu schaffen. Gesundheit und Mobilität ist mir noch ein weiteres wichtiges Anliegen. Das heißt, wenn wir uns einfach auf das Fußgänger
Thema konzentrieren, wenn der tägliche Bedarf in der gemisch genutzten Stadt gut erreichbar ist, wenn wir integrierte Grünflächen haben, wenn wir, das ist ein englischer Begriff, walkable neighborhoods, aber wenn wir unsere Stadtquartiere so gestalten, dass vieles gut fußläufig erreichbar ist, dann hat es viele Vorteile. Aktive Bewegung wird gefördert, soziale Interaktion, wenn man jemanden trifft, das führt zu weniger Autoverkehr. Auf der nächsten Stufe führt es zu einer Stärkung der Gemeinschaft, indem man mit anderen wahrnimmt und mit anderen begegnet. Fitness draußen, man ist in der frischen Luft, hat Kontakt mit der Natur und am Ende ein größeres körperliches und geistiges Wohlbefinden. Das kann man auch wissenschaftlich nachweisen. Ich möchte einfach betonen, wenn wir gucken, was wir jetzt in Ihren Straßenräumen machen können und wenn wir hier bessere Voraussetzungen schaffen, ist es, denke ich, wirklich zum Wohl der Menschen, die hier in Leonberg in diesen Räumen unterwegs sind. Das ist jetzt eine Vision des Planerteams zu einem integrierten Straßenraum. Und das ist jetzt, sagen wir mal, eine Art Idealbild oder eine abstrakte Situation. Aber wichtig ist es natürlich, dass es mit dem Verkehr funktioniert, in unterschiedlichen Verkehrsarten und nicht nur mit dem Autoverkehr, mit dem ÖPNV, mit dem Radweg, dass es attraktive Fußgängerbereiche gibt, dass man über Begrünungen und vielleicht Wasserelemente, was für das Stadtklima tut, dass man, Stichwort Versickerung, eben genau mit diesen Starkregenereignissen umgehen kann. Die Architektur spielt natürlich auch eine Rolle. Wenn man einfach offene Fassaden hat, wenn es eine Interaktion gibt zwischen dem öffentlichen Raum und der Architektur, funktioniert die Nutzung in den Gebäuden besser und der öffentliche Raum besser. Also ich denke, das sind Themen, denen wir hier nachgehen sollten. Jetzt kommen die Bausteine nachhaltiger Straßenraumgestaltung. Da habe ich jetzt einfach von verschiedenen Stellen aus der Nähe und von woanders auf der Welt Dinge mitgebracht. Nichts davon wird man eins zu eins umsetzen können, aber es soll Sie inspirieren, einfach über einige Dinge nachzudenken und zu gucken, was kann man hier in Ludwigsburg wie umsetzen. Am Ende wird es immer, da arbeiten wir morgen dran, um eine maßgeschneiderte Leonberg, eine maßgeschneiderte Lösung finden für genau diese Stelle hier. Aber man kann sich ja ein bisschen inspirieren lassen. Straßen für alle ist so ein Stichwort. Da hat sich jemand die Mühe gemacht, in den Berliner Straßenraum einfach mal Flächengewinne durch Reduktion Autoverkehr, den Radweg mit drin, die Grünstreifen für Aufenthalt am Rand, wo man sich dann auch treffen kann, die Fassadenbegrünung mit drin, die neuen Baumstellungen. Also viele Möglichkeiten, was man aus einem Bestandsstraßenraum machen kann, um diesen aufzuwerten. Fußgängerstadt ist da ein Thema. Und da habe ich jetzt mal ganz plakativ, kennt vielleicht der eine oder andere, eine Kreuzung in Tokio rausgenommen. Viele kennen das wahrscheinlich ärgerlich. Man möchte diagonal auf die andere über den Platz drüber, muss aber zwei Grünphasen abwarten, hat einen weiten Weg. Alternativprogramm, der MIV wird einfach, der Autoverkehr wird einfach für alle rot gestellt. Man kann diagonal queren und hat einfach eine deutlich andere Situation für den Fußgängerverkehr. Ich sage nicht, dass man genau das hier jetzt am Neuköllner Platz machen sollen, aber ich sage, wir sollten darüber nachdenken, vielleicht auch ein bisschen radikaler, was können wir denn für den Fußgängerverkehr in der Stadt tun. Barrierefreie Mobilität ist ein wichtiges Thema. Das ist jetzt ein Bild aus Dortmund, wo einfach überwiegend schwellenlos gearbeitet wird. Es gibt dennoch kontrastreiche Flächen, die man wahrnehmen kann, mit unterschiedlichen Belagswechseln entsprechend. Das heißt, für Menschen mit unterschiedlichen Einschränkungen sind die auch wahrnehmbar. Aber es gibt nicht den Bordstein, über den man drüber muss, sondern es ist eine integrierte Gestaltung. Und wir müssen natürlich auch, links sind Beispiele, Umbaumaßnahmen an der Ampelkreuzung mit Bordsteinabsenkung, solche Dinge, andere Möglichkeiten, wie man visuell oder taktil auch für Menschen mit Einschränkungen arbeitet. Stichwort Radfahrerstadt, das ist ein Beispiel aus Münster, eine ganz breit angelegte Fahrradstraße. Das heißt, hier hat der Fahrradverkehr Vorrang, der Autoverkehr kommt aber deutlich untergeordnet immer noch mit vor und das Ganze ist dann nochmal ganz stark rot, kräftig hervorgehoben. Wieder, wir müssen den Weg hier in Leonberg finden, aber ich denke, starke Maßnahmen zur Förderung vom Radverkehr sind wichtig. Es könnte auch so sein, Shared Spaces, dass verschiedene Verkehrsteilnehmer sich Flächen teilen. Auch das ist ein Thema. Großstädtisches Beispiel aus London, wo sich dann ganz verschiedene Verkehrsarten hier treffen. Kann man in kleinem Maße, es gibt ein schönes Beispiel in Nagold hier in der Region, mit einer Umgestaltung von einem Marktplatz, der nach diesem Prinzip funktioniert. Auch das ist eine Möglichkeit, das Miteinander der Verkehrsarten zu organisieren. Vielleicht an das geteilte Auto und nicht nur an das eigene Auto denken. Also das heißt Carsharing, das sind jetzt Beispiele, Teilauto aus Tübingen oder die Stadtwerke Tübingen machen gerade forciert E-Carsharing. Auch das ist ein Thema, das man hier
aufbauen könnte und das dazu führt, dass man einfach weniger Auto besitzt, aber dennoch mobil ist, indem man sich das Auto mit anderen teilt. Und da gibt es über App-Internetstrukturen inzwischen auch bequeme Möglichkeiten, da damit umzugehen. Gerade weil Bosch hier in der Innenstadt ja einen Campus macht, das Zukunftsthema mit bestimmten Möglichkeiten, wahrscheinlich auch Einschränkungen, aber autonom fahrende E-Shuttles. Das ist ein Beispiel, Landesgartenschau Lindau, wo dieses Gefährt hier fahrerlos zwischen Parkplatz und Tor Landesgartenschau unterwegs ist. Links oben gibt es dann natürlich jetzt Möglichkeiten on demand, das heißt, man kann solche Shuttles auch herbeirufen, es wird mit intelligenter Technik, werden bestimmte Fahrwege optimiert. Morgen geht es ja unter anderem auch darum, was ist die Zukunft des Verkehrs. Auch das wäre ein Thema zum drüber nachdenken. Ebenso Micro- oder E-Mobility. Wir haben es inzwischen mit ganz vielen unterschiedlichen Gefährten, nicht nur mit normalen Fahrrädern, sondern mit S-Pedelecs, mit Lastenfahrrädern zu tun und Scooters und was es alles gibt. Auch diese Verkehrsarten wollen versorgt und bedacht sein. Jetzt komme ich zum Stadtklimathema, blau-grüne Straßen. Das heißt, das, was ich eingangs gesagt hatte, wenn man Stadtklima bauen will, wenn man Versickerung integrieren will, muss man sich auch die Grünstruktur angucken, Baumstellungen, Grünstreifen, Versickerungsmöglichkeiten und gleichzeitig eben der Komfort für den Menschen, die Aufenthaltsqualität durch Verschattung zum Beispiel oder wie Sie jetzt links sehen, eine Versickerungsmöglichkeit für Regenwasser, auch bei einem Starkregenereignis. Deswegen reden wir von einem Schwammstadtprinzip. Das heißt, eine Stadt sollte eigentlich so aufgestellt sein, dass sie mit Regenwasser im leichteren Fall, im schwereren Fall zurechtkommt und es entweder versickert oder zurückgehalten oder geordnet abgeleitet wird. Und das sind jetzt Beispiele von Henning Larsen aus Kopenhagen. Rechts oben eine normale Platzsituation mit einzelnen Grünelementen, aber schon mitgedacht, was passiert denn, wenn hier starker Regen fällt, wo geht das Wasser hin, wie ist die Straße immer noch passierbar. Oder links die Umbausituation in einem Straßenraum mit einer intensiven Begrünung, einem Grünstreifen, noch mit einer Regole, um Wasser unterirdisch wegzubringen, aber weitergedacht, was passiert bei einem mittleren Regenereignis und was passiert bei einem Starkregenereignis und wie funktioniert das Ganze immer noch, ohne dass das Wasser in die Gebäude läuft. Biotope City oder wie bringen wir Biodiversität in die Stadt? Und da kann man natürlich im Straßenraum, im öffentlichen Raum natürlich auch einiges tun. Das hier sind die bekannten Ramblas in Barcelona, also eine sehr intensive Grundstruktur in einer extrem verdichteten Stadt. Aber wir haben die Möglichkeit einfach in den Straßenräumen hier zu arbeiten und vielleicht am anderen Ende der Größenordnung Bad Saulgau, die mehrfach ausgezeichnet sind für ihr Biodiversitätskonzept, wo einfach alle Grünflächen, alle Möglichkeiten in der Kommune genutzt werden, um entsprechend mit einer artenreichen Pflanzung entsprechend zu reagieren und die Biodiversitätsqualität aufzuwerten. Aufenthaltsqualität, Wasser in der Stadt. Und das ist jetzt ein Beispiel Milaneo in Stuttgart, natürlich wieder größer, anderer Maßstab, aber dennoch Einzelhandel. Sie haben das Leo Center neben vielen anderen Einzelhändlern in der Stadt. Und die Frage, was am Neuköllner Platz passiert, dort in Stuttgart hat man mit Wasserelementen eine interessante Platzgestaltung gemacht, die ein Beitrag zum Stadtklima ist, die aber auch attraktiv für Kinderspiel ist, die immer Menschen anzieht, so ein Wasserelement. Auch über solche Dinge könnte man hier nachdenken. Design, Gestaltung im Straßenraum, ein Beispiel hier aus Gevelsberg, wie mit einer sehr starken Struktur reingegangen worden ist und eben Fahrradbereiche von Straßenbereiche in einem Gesamtkonzept zuerst zoniert und dann auch gestalterisch behandelt worden ist. Vielleicht kann man auch über das Image nachdenken. Das muss jetzt nicht in Pink enden, ein Beispiel aus Kopenhagen, aber das heißt Stadtgestaltung, wirklich sehr prägnant bei Platzsituationen. Auch hier kann man sich ja die Frage stellen, was kann man dezenter oder lauter machen, um insgesamt vielleicht auch das Image der Innenstadt von Leonberg aufzuwerten. Also, das war jetzt einfach eine Reihe von Inspirationen sein, was man hier, über was man hier nachdenken könnte und wie man die Dinge vielleicht hierher übertragen kann. Ich habe jetzt noch ein Integrationsbeispiel mitgebracht, südliches Stadtzentrum in Tübingen, wo einige von diesen Aspekten in der Region hier umgesetzt worden sind. Es handelt sich dabei um das südliche Stadtzentrum, so links oben ist der Bahnhof, rechts oben in der Ecke ist die Altstadt und der Neckar fließt quer durch. Und die Bestandssituation
war so, es sind große Einzelhändler, Zinser ist ein großes Bekleidungsgeschäft, das da drin ist, es sind Ärzte, viele Behörden drin, und aber eigentlich eine ziemlich unattraktive Situation im öffentlichen Raum, sehr dominiert, wenn Sie auf die Bilder links schauen, vom Autoverkehr, wenig Fläche für Fußgänger. Die Stadt hat da sehr lange an einem Konzept gearbeitet, das inzwischen weitgehend umgesetzt ist. Europaplatz, Bahnhofsvorfeld, wer sich auskennt, ist gerade noch in der Mache. Das heißt, Sie sehen nochmal vom Konzept her die Altstadt und die Frage, wie es eine Verbindung gibt und wie dieses südliche Stadtzentrum eben mit diesem Einzelhandelsschwerpunkt eben auch integriert werden kann. Zielsetzungen war eine Qualifizierung des genau dieses Stadtzentrums im Hinblick auf die zentralörtlichen Funktionen. Das heißt, Ärzte, Behörden und so weiter, die hier drin sind, die sollen weiterhin erreichbar sein oder besser erreichbar sein. Es ging um die Schaffung geeigneter Voraussetzungen für die Ansetzung, Siedlung zusätzlicher innerstädtischer Nutzungen durch städtebauliche und eine stadtgestalterische Aufwertung. Es ging um eine Reduzierung der gestalterischen Dominanz der durchgehenden Verkehre zur Steigerung der Aufenthaltsqualität und gleichzeitig eine Optimierung der Verkehrsführung und einen Erhalt der Erreichbarkeit. Sie sehen unten zwei Varianten, diese eine zentrale Straße, die gibt es mal in der einen Variante später dann umgesetzt als Fahrradstraße, Fußgängerbereich, und in der anderen Variante weiter als ein MIV-Element. Also nochmal die Ausgangssituation oben, Tempo 50, Auto dominiert, aber auch wegen Lage am zentralen Omnibusbahnhof sehr viel Busverkehr. Und die Umsetzung dann rechts drüben, also Friedrichstraße, Verbreiterung der Gehwege, um eine Verbesserung für die Einzelhändler, für die Aufenthaltssituation zu erreichen. Keine Busse fahren hier mehr durch. Dann ist es bei, geht es hier? Moment. Dass ich das kurz zeigen kann, diese Karlsstraße hier, die ist inzwischen vom Autoverkehr befreit. Die ist neue Fahrradstraße, da fahren auch keine Busse mehr durch. Und das hier ist weiterhin eine wichtige Verbindungsstraße, flächendeckend Tempo 20 in Teilbereichen, Platzsituation, verkehrsberuhigter Bereich und diese Fahrradstraße. So stellt sich das jetzt nach Umbau dar. Das heißt, es gibt weiterhin Autoverkehr. Sie sehen alle Verkehrsarten. Sie sehen aber auch links im großen Bild einen Aufenthaltsbereich vor einer Gastronomie, ein Bäcker mit Außengastronomie an dieser Stelle, dieses Bekleidungsgeschäft mit Vorfeld, links unten ein Blick in diese Friedrichstraße rein und auch attraktive Gastronomie, wie Sie links oben sehen, angesiedelt. Auch Richtung Altstadt, Neckarbrücke, ist der Verkehr und die Flächen sind stark umgestaltet worden, hin zu viel mehr Flächen für die Fußgänger, Fahrradparken, und auch so ein Linksabbieger ist in Kombination mit Querungshilfen gestalterisch integriert worden. Dann nochmal so Vorher-Nachher-Situationen in dieser Karlsstraße, also für das Einkaufserlebnis, für das Aufenthaltserlebnis oder den Weg zum Bahnhof, einfach eine sehr deutlich verbesserte Situation, inzwischen eigentlich total unumstrittene Maßnahme, die eigentlich nach Meinung aller die Stadtqualität an dieser Stelle deutlich aufgewertet hat. Die Architektur ist weiterhin, wie sie ist, das Kaufhaus Zinser hat eine neue Fassade, aber der öffentliche Raum und die Möglichkeiten für Begegnungen und das Schlendern und das Stehenbleiben vor dem Schaufenster oder sich mit jemandem treffen, unterhalten, sind eben deutlich verbessert und die anderen Verkehrsteilnehmer haben es bei niedrigerer Geschwindigkeit auch deutlich leichter. Dann ein weiteres Element Richtung Bahnhof rüber. Auch hier hatten wir eine Situation mit einerseits einer Durchgangsstraße und einem großen Parkplatz. Parkplatz ist aufgelöst. Und es gibt wesentlich mehr Flächen für die Fußgänger. Es gibt diesen Radweg, die sind in Tübingen immer in dieser einheitlichen, markanten Farbe in Blau angelegt. Aber das heißt, so ist es jetzt ein Teilstück von vielen Umbaumaßnahmen. Und ich denke aber an der Stelle ein erfolgreiches und vielleicht, weil es um so einen zentralen Bereich hier in Tübingen geht, vielleicht insofern auch ein Vorbild, wo Sie was für Ihr Zentrum von Leonberg mitnehmen können. Und möchte mich insofern für die Aufmerksamkeit bedanken. Und hoffe, dass ich viele von Ihnen morgen an den Planungstisch wieder treffe und dass wir gemeinsam an der Umsetzung dieser Ideen arbeiten können. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank. Das war ja wirklich ein Appetitmacher, ein Fächer von Möglichkeiten, was sozusagen auf der Agenda stehen könnte oder stehen müsste oder stehen sollte. Und man kann sich überlegen, was hier nun also in Leonberg vielleicht, welche Karte hier gezogen wird oder welche Karten.
Darf ich Sie einladen, da vorne sind zwei Mikrofone, wenn Sie hier noch an Herrn Messerschmidt eine Nachfrage haben sollten. So kommen Sie einfach nach vorne und nutzen das Mikrofon. Wenn Sie noch darüber nachdenken, ich habe eine Nachfrage schon mal jetzt. Und zwar wurde ja deutlich der Ansatz geschildert, integriert planen, integriert, also alles berücksichtigen. Das bedeutet natürlich automatisch größere Komplexität und der normale Menschenverstand würde sagen, längere Planungszeiten, länger nachdenken. Können wir uns das leisten? Also erstens, stimmt das? Dauert sowas länger? Und zweitens, ist das vereinbar mit diesem Handlungsdruck, den wir auf der anderen Seite haben? Also ich denke schon, dass natürlich einige Dinge bei Maßnahmen mit langfristiger Wirkung und auch mit einem ordentlichen Finanzvolumen natürlich gut überlegt sein müssen. Ich glaube aber, dass es effizienter ist und dass man am Ende auch nicht mehr Zeit braucht, wenn man es richtig angeht. Also es gibt da verschiedene Techniken, auch diese vorhandene Komplexität auch wieder zu reduzieren oder sich die verschiedenen Einzelaspekte anzuschauen und in einem gut angelegten sogenannten integralen Planungsprozess diese Dinge dann immer wieder aufeinander zu beziehen. Also wir sitzen jetzt von Planerseite schon mit verschiedenen Disziplinen jetzt hier. Wir haben einen regelmäßigen Austausch, wir arbeiten in Workshops zusammen. Wir setzen uns mit Ihnen morgen an einzelne Thementische und wir werden im Nachhinein wieder gucken, wie wir die Dinge aufeinander beziehen und wieder zusammenbringen. Ich denke, wir dürfen hier nicht Zeit verlieren. Ich denke, dass wir durch einen gut angelegten Planungsprozess die Dinge so aufeinander beziehen müssen, dass sie auch in kurzer Zeit passgenau funktionieren und dass, wenn man so interdisziplinär arbeitet, man im Regelfall ein besseres Ergebnis erzielt. Weil was wir uns genauso wenig leisten können, ist, dass wir jetzt einer reinen Verkehrsplanung nachgehen, ohne städtebauliche Integrationsdinge zu machen oder Städtebau betreiben, ohne den Verkehr mitzudenken. Das können wir uns, glaube ich, am allerwenigsten leisten. Wir müssen es einfach schaffen, die Dinge zusammenzubringen. Vielen Dank. Ich sehe das von Ihnen zurzeit noch. Doch, ja, wundervoll. Martin Fischer. Können Sie Beispiele nennen, wie lange das dann gedauert hat in den Beispielen, die Sie uns gezeigt haben? Also wie viele Jahre hat es gedauert von Beschluss, man möchte was ändern, bis es dann umgesetzt war und realisiert war? Das ist in Tübingen, das, ja, ich denke mal, das sind mal locker 10 Jahre für den Gesamtprozess. Aber, also die Frage ist sozusagen, oder wenn die Frage natürlich ist, wo steht man jetzt hier? Und wie viel Zeit hat man jetzt noch entsprechend vor sich? Also in Tübingen war der Diskussionsprozess schon so, dass man sich städtebauliche, gesamtkonzeptionelle Gedanken über dieses südliche Stadtzentrum, Verbindung zur Altstadt entsprechend gemacht hat. Man hat mehrere Planungsschritte gemacht. Man hat dann Verkehrsversuche gemacht irgendwie, weil nicht klar war, wie der Bus wirklich um welche Ecke kommt. Zum Beispiel, aber ich denke, dass der engere Planungsprozess waren wahrscheinlich 2 bis 3 Jahre mit anschließender Umsetzung. Und die war dann nochmal 1 Jahr oder was muss man da rechnen? Ich denke, das waren circa 1,5 Jahre, gehe ich jetzt mal davon aus. Das ist so, das wird hier auch so sein, dass sie natürlich weit, also dieses südliche Stadtzentrum muss trotz Umbau weiterhin erreichbar sein. Ihre Leonberger Innenstadt muss auch erreichbar sein. Wir haben auch jetzt gerade wieder in Tübingen eine entsprechende Baustelle. Insofern kann man das ja nur abschnittsweise dann auch umsetzen. Und die müssen wir uns hier jetzt einfach genauer angucken. Okay, danke schön. Wie das dann geht. Vielen Dank für die Frage. Gibt es noch eine weitere Frage? Sonst wäre das nämlich die perfekte Überleitung zu unserem nächsten Referat. Vielen Dank nochmal, Herr Messerschmidt. Gerne. Denn jetzt kommen wir zu Herrn Fason, den ich jetzt schon mal gleich hier umschalte. Sekunde. Boah, Technology. Der Herr Fason ist stellvertretender Amtsleiter im Amt für Verkehr in Bielefeld. Das ist jetzt natürlich nochmal eine andere Größenordnung, sagen wir mal 330.000 Einwohner.
Und selbstverständlich ist die Frage der Größenordnung ein wichtiger Parameter, aber eben nicht nur. Es kann in großen Städten länger dauern, es kann auch mal schneller gehen und es kann auch in kleinen Städten schneller gehen und es kann auch da mal länger dauern, wenn man länger diskutiert. Also das ist nicht irgendwie eins zu eins zu übersetzen. Aber hier werden wir jetzt hören von einem Projekt, nämlich dem Jahnplatz, der unter einem wahnsinnigen Zeitdruck durchgepowert werden musste, nämlich in 3 Jahren, 1 Jahr Planung, 2 Jahre bauen. Die Politik musste schnell und stramm und klar entscheiden, weil sie sonst die Fördermittel hätte zurückgeben müssen. Und er sagt, das war ein Marathonlauf, aber im Sprinttempo. So einen Zeitdruck hätten sie noch nie gehabt. Lieber Herr Fasson, lassen Sie uns daran teilhaben, an Ihren interessanten Bedingungen in Bielefeld und vor allen Dingen auch den tollen Ergebnissen davon. Sie haben das Wort. Ja, Herr Fetto. Ja, bitte mal Entschuldigung, Fluch der Technik. Also nochmal kurz zum Einstieg. Also möchte über unser Großprojekt Umbau Jahnplatz berichten und hier eben auch jetzt das Bild zu meinen Worten. Wir sind zwar nicht der Mittelpunkt der Welt, aber dieses Projekt war schon ganz stark bei uns im Mittelpunkt. Dann eben zum Inhalt meines Kurzvortrages möchte kurz etwas über Bielefeld sagen, dann über die Aufgabenstellung des Projektes, über den Zeitplan und das Verfahren der Abwicklung sprechen, besondere Herausforderungen während der Bauzeit darstellen, dann etwas über den Projektinhalt und Ablauf berichten, dann über das ganz wichtige Thema Kommunikation einiges ausführen und gern zum Abschluss ein Ergebnis und ein Fazit ziehen. Kurz ein paar Worte über Bielefeld. Sie haben es eben schon erwähnt, Herr von Sado. Also wir haben etwas über 300.000 Einwohner, haben eine ganz gute Beschäftigungsstruktur. Die Hälfte ist gut in sozialversicherungspflichtigen Beschäftigtenstatus. Wir haben fast 14.000 Unternehmen in Bielefeld, sind da recht vielfältig aufgestellt, haben auch einen recht hohen Einpendleranteil von über 70.000 und sind auch in Sachen Hochschulen recht gut aufgestellt, haben insgesamt 7 Hochschulen mit knapp 40.000 Studierenden. Wir liegen in Nordrhein-Westfalen und oben so im rechten oberen Bereich. Deswegen werden wir auch gerne die Ostwestfalen genannt. Vielen ist vielleicht unser Fußballverein Arminia Bielefeld bekannt, darüber eben aber auch Großfirmen von Weltformat. Das Projekt Jahnplatz hatte, wie gesagt, einen sehr hohen Stellenwert, hatte einen natürlich einen hohen Anteil am gesamten städtischen Leben und wir hatten das Glück, eben europaweite Fördermittel zu bekommen, EFRIM-Mittel, allerdings dann mit der Vorgabe, Sie hatten es eben schon völlig richtig erwähnt, dass wir eben in einem sehr knappen Gesamtprojektzeitraum unterwegs waren, von insgesamt 3 Jahren, den wir uns dann so aufgeteilt haben, also bei der Menge, bei dem Bausoll von knapp 30.000 Quadratmetern Verkehrsfläche gingen wir davon aus, dass wir nicht unter 2 Jahren bauen können, sodass uns dann eben auch nur 1 Jahr Planungszeit verblieb. Das war von vornherein ganz klare Vorgabe und unter diesem Aspekt haben wir auch unsere gesamte Aufgabenstellung ja definiert und haben wir auch, denke ich mal, strategisch angegangen. Das Ganze stand natürlich unter der Mobilitätsstrategie Bielefeld 2030. Hier noch kurz einmal zur Örtlichkeit. Es gibt also einmal hier die Bielefelder Altstadt, das sogenannte Hufeisen, umgeben von außen herumführenden Hauptverkehrsstraßen, die dann durch das Nadelöhr Jahnplatz verlaufen und im weiteren Verlauf dann Richtung Norden und östlichen Stadtbereiche sich fortsetzen. Wir haben das Glück, dass wir eine leistungsfähige Stadtautobahn, den Ost-Westfalen-Damm, neben dem Stadtzentrum verlaufen haben, wo natürlich schon ein Großteil des Verkehrs rüberläuft. Unsere Intention war, noch mehr Verkehr aus dem Innenstadtbereich zu verlagern auf den Ost-Westfalen-Damm. Im Jahr 2018 drohten uns Fahrverbote am Jahnplatz. Die Stickoxidwerte waren dauerhaft sehr hoch und da galt es natürlich entsprechend gegenzulenken und ein Programm aufzulegen.
geplant war eben eine Verkehrsverlagerung, der Anteil des Autos bis 2030 perspektivisch von 50% auf 25% zu reduzieren, den Rest dann eben über ÖPNV, Fußgänger- und Radfahrverkehr natürlich. Muss dabei sagen, in Bielefeld haben wir die glückliche Situation, dass wir ein unterirdisches Stadtbahnsystem haben. Die Außenbereiche sind natürlich oberirdisch, die Zulaufstrecken, aber auch unter dem Jahnplatz verläuft die Hauptlinie der Stadtbahn. Und auch gerade am Jahnplatz ist eben die Hauptumstiegsstation, wo von außen eben Busse anlaufen und wo dann der Umstieg in die unterirdische Haltestelle erfolgt. Bei dem Platzumbau war auch ein Parameter eben Platz für alle Verkehrsteilnehmer. Gott sei Dank nicht mehr die Stadtbahn, die haben wir vor 30 Jahren unterirdisch verlegt, aber eben doch alle anderen Verkehrsteilnehmer. Das Ganze sollte eine gestalterische Aufwertung erleben. Gleichzeitig noch ein Bild, wie es im Vorbaubeginn aussah. Und die Platzfunktion eben einerseits Busverknüpfung, Verkehrsplatz, aber auch gleichzeitig Aufenthaltsplatz. Und da galt es eben, die richtig ausgewogene Mischung, einen Gesamtkompromiss zu finden. Hier mal ein Bild vor dem Umbau. Damals noch pro Fahrtrichtung 2 Fahrspuren. Radwege, zum Teil eben vorne an der Fahrkante langführend, wo dann eben die Querung der Straße auch durch Radfahrer noch zum Teil behindert war und teilweise gab es auch Kollisionen. Im weiteren Bereich ganz hinten der Radweg irgendwo vor den Geschäften langführend, was auch dauerhaft keine zufriedenstellende Lösung war. Dann im Bereich der Bus-Wartestellen, Dächer, die zwar sehr funktional waren, aber doch unattraktiv, dunkel und insgesamt in die Jahre gekommen. Dazu gab es einen Pflastermix, eben aus den verschiedenen Baustufen heraus. Kurzum, der Platz brauchte eben eine neue Struktur und ein neues Gesicht. Hier auch noch Bilder vor dem Umbau mit eben den jeweils 2 Fahrspuren, einer Busspur, dann eben die unattraktiven Dächer, hinten irgendwo verschämt der Radweg, der aber unmittelbar vor den Geschäften auch nicht wirklich durchgehend befahrbar war. Dann auch Radabstellplätze, relativ wild auf dem Platz verteilt. Auch der Belag, zum Teil holprig und auch eben durch den Materialmix auch eben etwas in die Jahre gekommen und nicht mehr attraktiv. Die Aufgabe bestand nun darin, den Innenstadtplatz, hier den zentralen Jahnplatz, als Bindeglied zwischen der Altstadt und der Neustadt als Verbindungsglied aufzuwerten. Gleichzeitig eben auch zentraler Verkehrsknotenpunkt, ich sagte eben schon, Anbindung an die unterirdische Stadtbahn. Dann sollte unbedingt der Fußgänger- und Radfahrverkehr gestärkt werden. Aber letztendlich durch die Situation, dass eben die Stadtbahn an dieser Haltestelle eben einen großen Zulauf hat, dort eine große Umstiegsfunktion auch stattfindet, konnte man eben auch nicht verhindern, die Umsteigefunktion komplett auszulagern. Also das war auch eine wichtige Aufgabenstellung, die Umsteigefunktion Busbahn genau an dieser Stelle auch weiterhin zu betreiben. Und natürlich Maßnahmen zu ergreifen, die Stickoxidbelastung zu reduzieren und das drohende Fahrverbot zu vermeiden. Hier mal seinerzeitige Planungsüberlegungen, wie der neue Platz denn aussehen sollte. Zum einen eben aufgeräumt mit hochwertigem neuem Pflasterbelag. Im Hintergrund mal neue Haltestellendächer, neue Formgebung, heller, luftiger. Und das Ganze auch noch dann unterstützt durch ein besonderes Beleuchtungskonzept. Das sind die Bielefelder Nachtsonnen, die auch nochmal besondere Effekte bringen sollen und den Platz ja in ein besonderes Licht rücken lassen sollen. Hier auch mal eine Nachtanimation. Einmal eben die deutliche Aufhellung der hinteren Haltestellendächer, aber eben auch dann die Platzbereiche. Also insgesamt sollte der Platz einfach ein neues Gesicht bekommen, die Attraktivität der Stadt steigern, aber eben auch ganz klar die Funktionen aufwerten. Das Ganze haben wir in einem zweistufigen Verfahren durchgeführt.
als eben die Problematik in 2018 offenkundig wurde und wir eben auf alle Fälle ein Fahrverbot eben umgehen wollten, wurde zunächst mal ein Verkehrsversuch unternommen. Der hatte dann entsprechend zwei Ausrichtungen. Zum einen wurde aus den jeweiligen zwei Fahrspuren wurde eine für den motorisierten Individualverkehr belassen und eine wurde eingerichtet als Umweltspur für Bus- und Radverkehr. Das war eine relativ schnell umzusetzende Sofortmaßnahme. Damit konnte der Autoverkehr theoretisch auf die Hälfte reduziert werden. Und wir kamen da entsprechend dann ohne Fahrverbot aus. Es war aber gleichzeitig auch eine gute Möglichkeit, mal für eine zukünftige Auslegung schon mal ja, Tests zu unternehmen, ob denn überhaupt eine Einspurigkeit in dem Platzbereich verträglich ist oder ob die Rückstausituation dermaßen negativ ausfällt, dass man eben einen großen Schritt nicht wagen konnte. Deswegen war eben dieser Verkehrsversuch auch sehr hilfreich. Den haben wir über ein Jahr laufen lassen, haben da auch viele Erfahrungen mitgemacht. Zum einen, dass eben tatsächlich die Reduzierung eintrat, aber auch letztendlich eine Spur insgesamt verträglich war. Beibehalten wollten wir diese Lösung allerdings nicht, weil uns auf Dauer die Umweltspur mit dem ja, stärksten und schwächsten Verkehrsteilnehmer, Bus- und Radfahrer, nicht sicher genug erschien. Wir hatten dann das Glück, dass wir eben von der Möglichkeit erfuhren, dass es europaweite Fördermittel gibt, diese EFRE-Mittel. Und die haben wir dann seinerzeit schon mal angemeldet, bekamen da auch vorlaufende positive Rückmeldungen und haben dann eben den großen Schritt getan, eine ganzheitliche Umgestaltung durchzuführen. Die erfolgte dann von 2020 bis Sommer 2022. Und ja, wo alle Verkehrsteilnehmer und der gesamte Bereich von betroffen war. Ein paar Worte zu dem Zeitplan. Also 2018 kamen die ersten Ideenentwicklungen. Dann haben wir auch schon Beteiligungsverfahren durchgeführt, dass wir mit den ersten Ideen an die Bevölkerung herangegangen sind, an die umliegenden Geschäfte, Geschäftsbetreiber, um einfach auch da ja, gewisse Meinungen, Wünsche einzuholen. Parallel wurden dann die Mittel angemeldet und da wir ja schon davon erfahren hatten, dass uns insgesamt nur ein Projektzeitraum von 3 Jahren zur Verfügung steht, mussten natürlich sehr schnell auch wichtige Schritte eingeleitet werden, auch strategische Schritte eingeleitet werden, um mit dem Gesamtzeitraum hinzukommen. Denn das war auch damals schon gesagt worden, bei Überschreitung dieses Projektzeitraums ist eine komplette Mittelstreichung verbunden. Also nicht eine anteilige Finanzierung, sondern es stand im Raum, dass eben sämtliche Fördermittel verloren gingen bei Überschreitung dieses Zeitraums. Und das war von uns eine absolute Herausforderung. In 2019 haben wir dann in EU-weiten Ausschreibungen Planungsbüros beauftragt für die Verkehrsanlagenplanung, aber auch parallel für die Freianlagenplanung, sprich für die Pflastergestaltung, für die Grünbereiche und für Möblierung. Dann wurden uns auch die EFRE-Mittel bewilligt und innerhalb eines ja, sehr, sehr intensiven Planungsprozesses von 10 Monaten waren wir dann so weit, dass wir eine Hauptausschreibung europaweit platzieren konnten. Leider oder mit der Maßgabe, dass auch nicht in allen Bereichen schon Ausführungsplanungsstand vorlag, sondern wir vielfach auch eben noch im Entwurfsstadium waren. Aber aufgrund der vorgegebenen extrem engen Zeitspanne mussten wir da eben mit Annahmen arbeiten und hatten natürlich auch deswegen gewisse Unschärfen in der Aufgabenbeschreibung. Es ist uns aber dann auch gelungen, im Sommer 2020 zu beginnen und ja innerhalb von 2 Jahren, dann im Sommer 2022, vor einigen Wochen am 20. August, war die Einweihung und das Projekt weitestgehend abzuschließen. Wir haben auch noch im Vorfeld 2018 schon vorlaufende Maßnahmen der Versorgungsträger durchführen lassen, weil wir natürlich nicht in diesem engen Zeitraum von 2 Jahren noch mit zeitaufwendigen Leitungsverlegungen uns beschäftigen wollten, sondern das möglichst vorlaufend geschehen sollte.
Dabei war natürlich auch die Frage, es ist ein großer Altbestand im Bereich des Jahnplatzes. Ja, wie geht man damit um? Sanieren wir alles jetzt schon, perspektivisch auf 30 Jahre, oder machen wir das Nötigste? Und da war so unsere interne Maßgabe, wir richten das so ein, dass wir planbar 15 Jahre nicht mehr ran müssen, weil uns einfach die Zeit fehlte, alles neu auf Stand zu bringen. Aber wir wollten doch eine gewisse Sicherheit haben, dass nicht unmittelbar nach Fertigstellung des Platzes schon wieder die nächsten Sanierungsarbeiten anstanden. Aber das war auch ein wichtiger Prozess, wo wir abgewogen haben, welche Arbeiten sollten noch dringlich vorher erfolgen, um einerseits das enge Zeitfenster nicht zusätzlich damit zu füllen, aber eben auch in Nachfertigstellung sicherzugehen, dass eben der Platz zunächst einmal über Jahre gut genutzt werden kann. Herausforderungen der Planung gab es natürlich auch. Zum einen hatten wir innerhalb des Jahnplatzes zwei Stadtbahnzugänge, die absolut unverrückbar da standen. Da waren auch Fahrtreppen und Aufzüge und viel Technik drumherum gebaut. Und durch dieses Nadelöhr mussten entsprechend dann alle Fahrspuren irgendwie durchgezwängt werden. Da hätten wir uns vielleicht gern eine Erweiterung gewünscht, war aber einfach objektiv unmöglich. Dann hatten wir die besondere Situation, dass im Zentrum des Jahnplatzes eine ehemalige Unterführung vorhanden ist. Heute das Bielefelder Forum ist in Privathände. Das ist also ein unterirdisches Bauwerk mit nur sehr geringen Überdeckungen, teilweise einen halben Meter, mit vielen Leitungen, Kanälen da drauf und daneben. Das war auch ein Grund, warum wir letztendlich im Platzbereich ja keine Bäume pflanzen konnten und auch die eben das Unterbringen von größeren Mobiliar und Gegenständen einfach nicht möglich war. Dann eben Aufgabe der Planung, Berücksichtigung aller Verkehrsteilnehmer. Es gab auch natürlich im Stadtparlament noch Diskussionen, ja, können wir denn auf Dauer wirklich mit einer Fahrspur auskommen? Ist uns nicht wichtig, dass der Autofahrer eben in die Stadt fährt? Manche wollten noch einen Schritt weiter gehen, den Autoverkehr komplett rausnehmen. Also es war schon ein sehr intensiver Planungsprozess. Letztendlich hat man sich eben darauf verständigt, eine Spur für den motorisierten Individualverkehr und eine Spur eben dann für die Busse und Radwege eben dann parallel nebenher. Ein Punkt war auch noch, es gibt eben eine unterirdische Stadtbahn, aber es gibt auch Überlegungen, weil die Tunnelstrecken im Prinzip keine weiteren Aufnahmemöglichkeiten mehr haben. Wir haben also schon 4 Linien insgesamt durch den Jahnplatz unterirdisch geführt. Wir könnten keine 5. Linie mehr aufnehmen. Deswegen gab es auch eine Option, eine oberirdische Stadtbahn in einigen Jahren möglicherweise nochmal nachzurüsten, ohne dann nochmal den Umbau komplett irgendwo in Frage zu stellen oder zu ändern. Ganz wichtig auch bei der Planung waren die aktuellen Rettungsbelange für umliegende Bebauung. Wir sind dort ja im Herzen der Stadt, umringt von älteren Gebäuden, zum Teil Vorkriegsbau, zum Teil eben danach, aber eben oftmals mit der Maßgabe, dass der zweite Rettungsweg dort noch nicht vorhanden ist, sodass eben die Anleiterbarkeit und die Rettungsbelange von der Feuerwehr und Rettungskräften eine große Rolle spielten, mehr noch als beim letzten Umbau vor 30, 40 Jahren, was auch zu starken Einschränkungen und Vorgaben der Planung führte. Die Herausforderung dann während der Umbauphase war eben, gut, wir waren komplett im Herzen der Stadt, sehr viel Fußgängerverkehr, querende Verkehrsströme, eben der Weg von der Altstadt in die Neustadt, auch zur unterirdischen Stadtbahn, all das musste ständig irgendwie erreichbar bleiben, auch die Andienung der Geschäfte. Wir hatten zwar den Umleitungsverkehr über großräumige Umleitungen herausgenommen, Stichwort unsere Stadtautobahn, wo wir einen Großteil des Verkehrs rüberführen konnten. Dennoch war eben die Andienung der Geschäfte auch eine große Aufgabenstellung. Und nach wie vor, auch während der gesamten Umbauzeit, fuhren eben 900 Busse täglich in dieses Zentrum, halt wegen der Umsteigesituation zur unterirdischen Stadtbahn. Natürlich kam auch uns dann die Corona-Pandemie noch in die Quere, wo man entsprechend dann während der Bauzeit ja auf Einhaltung der Verkehrswege, Abstände und all diese Dinge natürlich auch nochmal ein besonderes Augenmerk legen musste. Natürlich hatten wir auch innerhalb der Baustellen Besetzungen mit Ausfällen zu kämpfen.
und auch natürlich die Kostenentwicklung, da blieben wir nicht ganz von verschont. Zum einen gab es ja schon vor ein, zwei Jahren deutlich steigende Preise, auch im Stahlbereich, die natürlich jetzt letzten halben Jahr nochmal deutlich gravierender ausfielen. Ja, ein ganz wichtiges Thema war die Kommunikation. Da war uns wichtig, ein Höchstmaß an Transparenz zu erreichen. Wir hatten also eine eigene Projektwebsite mit Newsletter und einem Baustellentagebuch, das wir entsprechend auch dann sehr aktuell über aktuelle Schritte und auch die nächsten Schritte der Baumaßnahme berichten konnten. Dann gab es darüber hinaus öffentliche Informationsveranstaltungen, auch regelmäßige Anliegerinformationen, teilweise auch noch mit Handzettel, oldschool, um einfach plausibel darzulegen, was ansteht, wo entsprechende Einschränkungen vorliegen. Und das haben wir immer wieder festgestellt, wenn man da entsprechende Aufklärungsarbeit leistet, ist die Akzeptanz deutlich höher, als wenn man Anwohner vor vollendete Tatsachen stellt. Auch bei wichtigen Projektabschnitten, wenn wieder Teilinbetriebnahmen stattfanden oder beim Aufbau der Dächer, hatten wir nochmal besondere Pressetermine, um einfach da nochmal auch offensiv zu berichten. Ganz wichtig war uns auch persönliche Kontakte. Wir hatten also auch unmittelbar neben dem Jahnplatz ein Bürogebäude angemietet, unser Baubüro. Da waren dann auch drei Mitarbeiter aus meiner Abteilung ständig präsent, eben betraut mit der Bauüberwachung, Bauleitung, aber eben auch als Ansprechpartner für die Anleger und für sonstige Interessierte. In dem Baubüro hatten wir aber auch, wir haben noch parallel unsere Planungsbüros mit Bauüberwachungsaufgaben betraut. Auch aus den Bereichen waren Vertreter dann im Baubüro. Und wir hatten noch einen extra Bereich abgetrennt, wo die Baufirma auch ihr Büro hatte, sodass wir da sehr kurzfristig auch Entscheidungen herbeiführen konnten. Wenn jetzt irgendwo Baugeräte oder Baumaterial im Weg lag, konnte man eben schnell reagieren, auf die Sondersituation eingehen. Und das führte auch eben dazu, dass insgesamt unsere Maßnahme trotz dieser sehr beengten und sehr dichten Verhältnisse eigentlich relativ reibungslos ablief. Darüber hinaus gab es noch einen Online-Mängelmelder. Also wer jetzt irgendwo Stolperkanten wahrgenommen hatte oder bei dem die Hauszufahrt oder Hauszugang versperrt war, konnte sich da melden. Auch ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg war noch ein separater Sicherheitsdienst. Im Innenstadtbereich gibt es also einige Großdiskotheken, Restaurants, auch mit Nachtbetrieb. Da gab es auch in den Nächten und am Wochenende schon mal das ein oder andere Störpotenzial, wo dann mal Bauzäune umgeworfen wurden oder einfach mal dann anderweitig Hand angelegt wurde. Und da haben wir uns dann einen Sicherheitsdienst geleistet, der an den Wochenenden und in den Abendstunden präsent war, Kontrollen durchführte, auch schon mal das ein oder andere wieder zurechtrückte. Das war auch sicherlich ein wichtiger Schlüssel, dass eben die Baustelle in sich ordentlich ablaufen konnte. Naja, und ganz am Ende gab es dann auch eine offizielle Einweihung, eine Eröffnung mit unserem Oberbürgermeister und der Ministerin aus Düsseldorf. Und das Projekt konnte dann mit einem kleinen Fest auf dem Platz auch beendet werden. Insgesamt gab es so eben einen erfolgreichen Abschluss. Und wir haben auch letztendlich das Ziel von 2 Jahren erreicht, wo anfangs auch große Skepsis herrschte. Aber indem wir uns eben von vornherein eben sehr stringent der Aufgabe gestellt haben und auch entsprechende organisatorische Maßnahmen ergriffen haben, war es letztendlich möglich. Hier mal so einige Bilder eben jetzt nach der Fertigstellung, also mit der neuen gleichmäßigen Belag. Wir haben uns also ein Natursteinpflaster gegönnt mit einem dauerhaft guten Erscheinungsbild und ist eben grundsätzlich auch wegen der versiegelten Fugen auch gut zu reinigen. Das Problem war, ich habe es eben schon geschildert, unmittelbar unter dem Jahnplatz haben wir halt unser unterirdisches Bauwerk Forum, sodass hier eben keinerlei Begrünung möglich war. Im Randbereich gibt es mal den einen oder anderen Baum, aber wir haben uns dann zumindest die Haltestellendächer begrünt, sodass da eine gewisse Verbesserung des Mikroklimas entstand. Auch die Haltestellendächer von unten, heute eben auch luftig beleuchtet, transparent
und sodass sie eben auch ein höheres Maß an Aufenthaltsqualität auch gerade in den Abendstunden erreichten. Ein paar Zahlen noch zu der Menge, die wir da insgesamt verbaut haben, also 30.000 Quadratmeter war die gesamte Verkehrsfläche, davon 7.000 Quadratmeter Natursteinpflaster in gebundener Bauweise. In den Randbereichen haben wir dann mit Betonsteinpflaster gearbeitet. Wichtig noch, es gibt also die Asphaltfahrbahn und es gibt die Betonfahrbahn für die Busse. Das haben wir jeweils mit Titandioxid angereichert, um eben auch da ein Höchstmaß an Nachhaltigkeit zu erreichen, um eben auch das, den Stickoxidanteil dort mit diesen Maßnahmen zu reduzieren. Dann die Asphaltradwege, eben auch in Asphalt gut befahrbar und auch optisch gut wahrnehmbar. Darüber hinaus auch in den Randbereichen ja, gut 6.000 Quadratmeter Grünfläche, 1.000 Quadratmeter Haltestellendächer und eben, was ich eben schon in dem einen Foto oder in Animation dargestellt habe, die Beleuchtungsanlage. Die ist leider nicht pünktlich fertig geworden. Da kamen wir jetzt auch mit den Lieferengpässen, gerade so im Edelstahl, Stahlseilbereich in Konflikt und müssen da erst noch ein paar Wochen später das nachrüsten. Ja, von den Ergebnissen her, insgesamt ist die Verkehrsverlagerung eingetreten. Das war auch schon während der Bauzeit über die 2 Jahre. Gut erkennbar, neue Verkehrsströme haben sich entsprechend eingestellt, damit auch eben Verbesserung der Stickoxidwerte. Wir haben jetzt geschafft, eben durchgehende Radwege zu bekommen, mit einer Mindestbreite von im Regelfall 2,50 Meter. Haben außerhalb dieser Bereiche Raum für Fußgänger geschaffen. Auch die Außengastronomie konnte noch jetzt im Spätsommer Platz finden und auch Kunden anziehen. Die begrünten Haltestellendächer tragen eben auch dazu bei, dass man ja eine gewisse Abkühlung auf dem Platz erreicht. Dazu haben wir auch, hatte ich noch vergessen, relativ helles Natursteinpflaster ausgewählt, um eben diesen Albedo-Effekt auch zu erreichen. Insgesamt haben wir eine gestalterische Aufwertung auch durch das hochwertige Pflaster erreicht und erwarten eben dann noch besondere Akzente durch die Beleuchtung, die wir hoffentlich noch ja, vor dem Weihnachtsmarkt platzieren können. Empfehlungen aus dem Projekt heraus kann man sagen, es wäre sicherlich wünschenswert gewesen, wenn wir einen längeren Planungs- oder Projektzeitraum bekommen hätten und vielleicht noch die ein oder andere Fragestellung, Alternative mal zu überlegen. So war man eben ja schon in der Pflicht, die erste Idee quasi zum Abschluss zu bringen. Aber letztendlich standen die Fördermittel in diesem Zeitraum zur Verfügung und da gab es auch keine weiteren Möglichkeiten. Ganz wichtig, das war eigentlich der Schlüssel des Erfolgs, auch die ja, transparente Kommunikation, weil wenn man eben in diesem ja, hochverdichteten Raum arbeitet, ist eben ja, Kommunikation, Akzeptanz das A und O. Und das nicht nur, wenn die politischen Beschlüsse getroffen sind, sondern auch eben in einem laufenden Dialog. Jetzt habe ich viel theoretisiert und über die Dinge berichtet. Wir haben noch einen ganz kurzen Animationsfilm oder nee, Realfilm von der Umsetzung, dauert nur 2 Minuten, aber man kann da mal so in vielen tausend Einzelschritten einfach mal den Umbau ja, rasant verfolgen. Ich lege das eben mal auf. Hier also noch vor dem Umbau, dann wurden die südlichen Dächer entfernt. Wir haben das Baufeld in 2 große Hälften unterteilt. Hier fanden eben dann die vorlaufenden Rohbauarbeiten statt, eben auch für den Pflasterbau und für die Vorbereitung der neuen Haltestellendächer. Teilweise haben wir Winter unter Zelten gearbeitet, weil wir eben ja empfindliche Bauweisen hatten. Dann nach einem Dreivierteljahr wurde das südliche Dach erneuert, hier auch schon begrünt. Dann ging es auf der anderen Seite rasant weiter. Auch dort dann die Vorbereitung des Baufeldes, zunächst die Fundamentierung des neuen Daches. Immer wieder sieht man auch die Busse da durchflitzen. Und dann, nachdem das alles soweit vorbereitet war, kamen auch da Anfang dieses Jahres dort die neuen Dächer, wurden in Großmodulen vorgefertigt und dann aufgestellt. Letztendlich wurde das dann auch noch begrünt, sodass dann eben ja, pünktlich im Sommer 2022 die Maßnahme abgeschlossen werden konnte. Hier natürlich in absoluten Zeitraffer, aber man kann sagen, jeder Tag und jeder Quadratmeter hatte auch seine Herausforderungen irgendwo. Wunderbar. Ja. Damit möchte ich meinen Vortrag beenden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und wenn es dazu noch Fragen gibt, sehr gern.
Wunderbar, Herr Fasson. Ganz herzlichen Dank. Und wenn Sie jetzt die Präsentation zurücknehmen, dann können wir wieder Sie in voller Größe sehen. Denn hier gibt es vielleicht auch aus dem Publikum bei dieser Gelegenheit ein, zwei Nachfragen zu dem Bielefelder Beispiel. Solange Sie noch überlegen, ich habe schon wieder eine bekommen hier vom Tisch. Lieber Herr Fasson, wie sind Sie denn in den Genuss der EFRE-Mittel gekommen in Bielefeld? Ja, wir hatten das Glück, dass wir einen Europabeauftragten hatten, der bei uns im Stab bei unserem Dezernenten arbeitete und eben sehr gut europaweit vernetzt war. Da hatten wir auch schon in anderen Projekten entsprechend Kontakt und auch einen ganz guten Draht. Und da wurde uns dann ja, über diesen Weg, über unseren EU-Beauftragten quasi, der hat dann letztendlich davon erfahren, hat unseren Dezernenten informiert. Naja, und dann begann eben die Möglichkeit und eben der konkrete Umsetzungsprozess aus den ersten Ideen, wo wir zunächst nur dachten, es bleibt bei einem Verkehrsversuch, kamen wir dann eben ja in den Genuss dieser Mittel, mussten uns aber dann auch sehr schnell entscheiden, ja, gehen wir diesen Weg, riskieren wir das, fühlen wir uns stark, können wir alle Beschlüsse bis dahin erwirken. Das war natürlich auch ein sehr intensiver Abwägungsprozess innerhalb des Stadtparlaments. Möchte man sich vielleicht mehr Zeit lassen? Möchte man sich über Jahre noch mit verschiedenen weiteren Alternativen beschäftigen? Mit dem Wissen, dann sind diese Mittel weg. Fraglich, ob es noch ein anderes Programm irgendwann gibt. Aber dann ist letztendlich die Entscheidung getroffen worden, nein, wir packen das an. Die Ideen sind schon so weit ausgereift. Herr Fasson, die Frage war, können andere auch Plätze umbauen oder ist das eine besondere regionale Bedingung, die Sie da erfüllen für diese Mittel? Nein, soweit ich weiß, gilt das für alle. Also man das heißt nicht nur auf Bielefeld reduziert, sondern das sind Mittel, die jedermann, jede Stadt beantragen kann und wenn es entsprechend in die Förderkulisse kommt, gibt es da überall Möglichkeiten. Okay, das werden wir weiter untersuchen. Wenn Sie freundlicherweise vorne ans Mikrofon gehen, um kurz Ihre Frage zu stellen. Ja, ich habe eine Frage zur Verkehrsverlagerung. Sie sprachen davon, dass Sie von 50% auf 25% Autoverkehr gekommen sind. Wie haben Sie es geschafft? Das ist der Knackpunkt überhaupt, um diese Neugestaltung zu machen. Ich muss das jetzt kurz übersetzen, weil das sonst nicht zu hören ist. Wie haben Sie die Verkehrsverlagerung geschafft von 50% auf 25% Autoverkehr? Weil das ist eins der Kernfragen an jeder Stelle. Ja. Also zunächst einmal durch die Reduzierung von zwei Fahrspuren auf eine Fahrspur und eben auch durch Schaffen von Angeboten, perspektivisch eben bis 2030 den Radfahrverkehr insgesamt zu stärken. Da reicht natürlich nicht aus, allein den Jahnplatz attraktiver zu machen, sondern dazu bedarf es eben einer ganzen Kette von Maßnahmen. Und dazu gibt es in Bielefeld auch ein ganz separates Programm, wo wir uns dann so auf die Fahnen geschrieben haben, jedes Jahr mehrere Kilometer Radverkehr und Radfernverkehr auszubauen, damit eben das ganze Netz in sich attraktiv ist. Vielen Dank. Ich sehe jetzt im Moment aus dem Publikum keine weitere Frage. Ich wollte auch gerne nochmal sagen, dass heute aus technischen Gründen nicht möglich ist, aus dem Streaming, aus dem Internet sich hier heute Abend mit zu beteiligen. Da kann man das leider nur hier tatsächlich mit hören, was im Saal geschieht. Dankeschön, Herr Fasson. Ja, vielen Dank. Da sind wir nämlich beim Herrn Miem aus Schwäbisch Gmünd, davor in Ludwigsburg gewirkt, sich hingewerkelt werden. Man muss den Gesamtblick haben. Das ist das Credo, was jetzt eigentlich alle heute Abend schon mal gesagt haben. Aber das ist offensichtlich einer der politischen Schwerpunkte, die Herr Miem in Schwäbisch Gmünd durchsetzt. Ich freue mich sehr auf Ihren Beitrag. Sie haben das Wort. Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass ich heute Abend hier sein darf. Das hat mich vor der Entscheidung bewahrt, an einer Tagung in Berlin teilzunehmen, auf der ich keinen aktiven Part gehabt hätte. Insofern, wenn die Kollegen rufen, Vortrag auch auf die Beispiele konzentriert und auf wenige Übersichtspläne, um einfach sozusagen noch Effekte hat man tatsächlich erzielt. Und darum kann man dann gesponnen einige Geschichten erzählen, nach der Gartenschau, nach dem Stadtumbau, in einer
Wahrnehmung gelandet, wo man gesagt hat, nein, wir ziehen das jetzt auch konsequent durch. Und das ist ein gewisses Potpourri an Beispielen, Schlaglichtern auf die Situation des Stadtumbaus, aber auch von Verkehrsexperimenten beziehungsweise experimentellen Vorgehen jetzt auch während der Corona-Zeit, wo die Städte ja auch Pop-up-Lösungen probiert haben, und sie haben ja auch provisorische Umbauten ihrer Hauptverkehrsstraße teilweise vorgenommen. Auch damit werde ich dann abschließen. Und ich werde es versuchen, immer die Beispiele in einen perspektivischen Zusammenhang stellen, wo kriegt man eigentlich seine Ideen her? Und ich habe mich vorhin gefragt, wo ich die Pläne draußen gesehen habe und mal drauf geschaut habe und mit den Kollegen geredet habe und hier mit dem Podium, was so die Herausforderungen sind und was für eine Struktur Leonberg auch hat. Dann habe ich mich gefragt, wie wäre es denn, wenn man in Leonberg sich vorstellen würde, man würde jetzt eine Gartenschau machen wollen. Also das ist ja der Ansatz in Schwäbisch Gmünd gewesen, und wir versuchen ja auch irgendwo auf eine vergleichbare Perspektive jetzt zu kommen. Wir haben unsere Ideen daraus gezogen, dass wir gesagt haben, was ist das Thema für die Stadtentwicklung, um eine Gartenschau zu machen, also um die städtebaulichen Probleme, die letztlich vor Ort an verschiedenen Stellen sichtbar waren, mit einer übergeordneten Perspektive zusammenzuführen in einer Gesamtperspektive, die man dann auch in einer terminierten Fixierung, Gartenschauen haben wir immer ein Ausstellungsjahr, das ist der große Vorteil, dass man dann fertig sein muss, um die dann umzusetzen. Und ich denke, da kann man jetzt vielleicht auch mal drüber nachdenken, das ist jetzt eher so ein Experiment. Es muss nicht darum gehen, ob Leonberg eine Gartenschau machen kann und ob sie das tatsächlich machen wollen, aber einfach mal so denken, als ob das so wäre, und dem nachspüren, was dann auch an neuen Zusammenhängen mit dem Blick auf die Stadt entsteht, was diese Fragestellung nach ihren Hauptverkehrsstraßen, welche Aufgabe sie sozusagen im Stadtorganismus dann tatsächlich übernehmen könnten, auch in der Verbindung der Teile, in der Aktivierung der Teile miteinander. Es geht nicht nur darum, Bäume in die Straße zu stellen, weil es schön ist, Bäume zu haben und weil die grün sind und weil die zur Klimaanpassung beitragen, sondern dass es noch einer anderen Perspektive bedarf, welche neue Aufgabe die Potenziale dieser Straßenräume im Stadtorganismus übernehmen können. Sie kennen Schwäbisch Gmünd, wir sind beide Teil der, da ist Leonberg sogar drin, genau. Wir sind beide Teil auf einer Ost-West-Achse quasi in der Metropolregion Stuttgart. Was, denke ich, ganz wichtig ist, dass man sich immer auch seiner Stadtidentität bewusst ist. Und da gibt es in Schwäbisch Gmünd, wir versuchen jetzt immer so ein bisschen die Vergleichbarkeit auch herzustellen, da ist es in Schwäbisch Gmünd natürlich so, wir haben die enge Tallage, die Ost-West-Tallage, relativ eingeengte Situation. Die Altstadt von Schwäbisch Gmünd, hier das Herz der Stadt, liegt tatsächlich an der engsten Stelle des Remstals. Wenn Sie von der Quelle der Rems in Essingen bis zur Mündung in den Neckar in Remseck durchgehen oder durchfahren, stellen Sie fest, zwischen Lindenfürst und Zeiselberg ist tatsächlich die engste Stelle. Und da hat man damals diese Siedlungszelle angelegt, die dann in staufischer Zeit zur Stadt ausgebaut wurde. Die Leonberger Topografie und Landschaftssituation ist anders, die Lage der Leonberger Altstadt ist auch anders, es ist eher in ihrer Innenstadt ein randständiges Quartier, das ist bei uns nicht so. Sie haben eine große Innenstadt neben ihrer relativ kleinen Altstadt, in Schwäbisch Gmünd ist das anders. Es gibt eine relativ große Altstadt, die dann mit wenigen Anschichtungen außerhalb der Stadtentwicklung des 19. und 20. Jahrhunderts dann die Innenstadt bildet. Also die Altstadt ist quasi die Innenstadt. Wichtig ist, denke ich, die Stadtarchitektur. Also was sind die herausragenden Bauten, die Stadtarchitektur prägen? Das sind natürlich die historischen Bauten der Altstadt, hier der Blick von Westen schon auf das Stadtumbaugebiet am Rande der westlich der Altstadt, hier der Blick auf die Leitbauten Johannisturm, Johanneskirche und Münster, hier die Achse in die Ledergasse hinein Richtung Marktplatz, das nur so als Gesamtsituation, hier die enge Tallage, praktisch die südlichen Ausläufer der Schwäbischen Alb, und damit kann man gut arbeiten. Also das sind diese von allen Hochpunkten der eng anliegenden Höhensituationen drumherum, sind das die Monumente, die herausstechen, und alles arbeitet und fließt darauf zu sozusagen. Das ist in Leonberg ein bisschen anders, weil die Altstadt möglicherweise nicht diese ganz dominante Stellung im
Stadtgefüge im Stadtorganismus hat. Deswegen ist es sehr wichtig, sich eben mit der Stadtarchitektur der Straßenräume, die hier um deren Gestaltung oder Umgestaltung es jetzt geht, zu beschäftigen und die Stadtarchitektur in ihrer Transformation auch mitzudenken. Also dass die Transformation der Stadträume nicht nur ein Belagsthema ist und nicht nur ein Thema der aufgehenden Elemente und der Begrünung zum Beispiel und der neuen Verkehrsfunktionen, die die Stadträume leisten müssen, ist ja auch schon gezeigt worden, dass ich Platz für andere Angebote brauche, sondern dass ich mir auch begleitend über die Stadtarchitektur Gedanken machen sollte, um die Potenziale herauszuarbeiten und um dann sozusagen auch Anleitung geben zu können, dass Sie als Bürgerschaft und Gemeinderat Anleitung geben können, wenn denn ein größeres stadtbildprägendes Monument saniert werden soll, dass man dann auch so ein bisschen weiß, was will man dann da eigentlich? Und das also nicht nur dem Bauherrn überlässt oder dem Investor, der das Bauwerk vielleicht übernimmt oder der Eigentümergemeinschaft oder wie auch immer, sondern dass man sich da auch Gedanken macht, was macht denn Leonberg aus und wie hängt das, welches Gepräge erfordert das in der Stadtarchitektur? Hier sind wir bei einer, sozusagen bei dieser übergeordneten Perspektive. Sie sehen die enge Tallage hier der Nordrand des Schwäbischen Waldes und hier der Ausläufer der Schwäbischen Alb, der Zeiselberg. Und die Idee war relativ simpel. Man hat gesagt, es gibt hier einen historischen Bach, Stadtumwehrung mit einer schmalen Grünzone und es gibt hier die Natur, die gleich hier vom Waldhang runterkommt und der Zeiselberg schiebt sich hier, der grüne Berg schiebt sich hier in die Stadt hinein. Es gibt dann hier noch einen Bach, der quasi das Thema der Mündung hier in die Rems, hier dieser Nebenbach gemündet ist, ja, kommt ja von dem Ort, wo etwas in etwas anderes mündet. Und dass man das zum Thema macht. Und man hat dann gesagt, na gut, wichtig ist, die Grünverbindung zu stärken. Ja, also anhand dieser Grünelemente, die im Innenstadtbereich da sind, einfach die Anbindung zu stärken und zu sagen, ja, wir wollen hier eine Verbindung über das Taubental auf die Höhe suchen und hier eigentlich genauso, entlang der Achse des Baches, wollen wir eine Verbindung wieder auf die Höhe der Schwäbischen Alb suchen. Und wichtig ist uns, dass wir dann das vernähen, ja, also dass wir über diesen grünen, über diesen gestärkten Grün- und Wasserraum, dass wir die Altstadt dann mit den westlichen Innenstadtbereichen vernähen und dass wir auch die Achsen sozusagen, die Beziehungen zwischen den wichtigen Räumen der Altstadt, die ich Ihnen gerade vorgeführt habe, mit dem Herz der Stadt und wichtigen infrastrukturellen Bereichen, die städtebaulich desolat waren, wie dieser ganze Bahnhofsbereich hier, dass wir diese gestalterische und funktionale Verknüpfung und Vernähung erreichen. Das war eigentlich so das ganz schlüssige, das grüne Band in der Gold- und Silberstadt hat man das genannt, das hat jeder verstanden, da hat jeder was mit anfangen können, weil es irgendwie plausibel war und es war fast zu simpel eigentlich, um zu sagen, das ist jetzt das Leitbild der Stadtentwicklung. Aber die Gartenschau-Kommission hat es dann ausgewählt und wir waren dann ein neuer Typ der Gartenschauen, weil sonst waren Gartenschauen immer Transformationsbereiche, also zum Beispiel Altindustrieanlagen in randständiger Lage zum Stadtzentrum, die man dann in einen möglichst Grünbestand, also nachhaltigen Grünbestand entwickelt hat, waren Gmünd und Nagold eigentlich die ersten Projekte, die eine städtebauliche Transformation impliziert haben, beziehungsweise wo die Gartenschau ein Rahmeninstrument war, um eine große städtebauliche Transformation überhaupt bewältigen zu können. Ja, weil da ganz viele verschiedene Beiträge zu leisten sind. Es ist eben von EFRE die Rede gewesen, wo man ein Europaprogramm genutzt hat, um einen Stadtplatz umzubauen. Das ist natürlich ein super Trick. Normalerweise geht es nur mit LGVFG-Mitteln, aber EFRE hat da wahrscheinlich mehr Förderkulisse oder mehr Förderanteile gebracht. Und so hatten wir insgesamt im ganzen Gartenschaugelände über 12 verschiedene Fördertöpfe vom Denkmalschutz-Sonderprogramm der Bundesregierung bis zu den Gartenschaumitteln und GVFG. Und Stadtsanierung ist natürlich auch wichtig, dass man die Stadtsanierung dann in diesen Bereichen konzentriert, um die ganzen Grundstücksproblematik hinzukriegen. Sie sehen hier die neue Straße, das ist die Autobahn, die Stadtautobahn, wie sie sich hier auch in Leonberg abzeichnet, wie Pforzheim auch sehr stark zum Beispiel in der Nachkriegszeit ausgebaut wurde und eben auch Schwäbisch Gmünd, hier mit einer mindestens vierspurigen, mit zusätzlichen Abbiegespuren, autobahnähnlichen Verknüpfung. Diese Straße ist völlig eliminiert worden zugunsten einer Grünraum- und Freiraumentwicklung und man hat die Verknüpfung der Hauptverkehrsstraße dann hier mit Kreisverkehren und einem gesplitteten Boulevard über den Bahnhofplatz
sozusagen wieder verbunden, um den restlichen Verkehr von heute bis zu 19.000, 20.000 Fahrzeugen hier im zentralen Bereich noch zu gewährleisten. Die Straße hatte hier 45.000 Fahrzeuge, ist dann in einen Tunnel verlagert worden mit südlichen und östlichen und westlichen Zufahrten. Der nimmt natürlich heute wesentlich mehr Verkehr auf, weil er kein Hindernis mehr darstellt, weil er enorm leistungsfähig ist, sodass wir da praktisch die A81 dann praktisch in der engen Tallage eine autobahnähnliche Ersatzstraße durchgängig ausbauen konnten. Das ist das Planungskonzept für den zentralen Bereich. Sie sehen jetzt diese autobahnähnliche Straße hier schon nicht mehr, sondern Sie sehen die Parkstruktur, die mit wenigen schlüssigen Achsen die vorhandenen Elemente einsammelt und dann in den Bereichen, wo früher Auto gefahren wurde, das ist also insbesondere, wir werden gleich noch Teilräume sehen, also dieser ganze Bereich, wie sieht jetzt der Bahnhofvorplatz aus mit der integrierten Stadtstraße? Auch die Beispiele, die Herr Messerschmidt gezeigt hat und auch beim Vortrag aus Bielefeld klang das an. Die Hauptverkehrsstraßen müssen integrierte Stadtstraßen werden. Und das muss man gestalterisch bewältigen. Und die gestalterische Bewältigung führt dazu, dass das Miteinander der verschiedenen Verkehrsarten und Mobilitätsformen gut gelingt und alle aufeinander Rücksicht nehmen. Es führt dazu, dass langsamer gefahren wird, dass man nicht das Langsamfahren erzwingen muss durch Tempoverordnungen, sondern dass automatisch langsamer gefahren wird. Langsameres Fahren führt zu gleichmäßigerem Verkehr und gleichmäßiger Verkehr führt dazu, dass mehr Fahrzeuge letztlich in dem Verkehrssystem bewältigt werden können. Und die Kreisverkehre sind eine besondere politische Setzung gewesen. Das hat man dann im Osten der Stadt auch gemacht, wo die Planer vom Tiefbauamt und Verkehrsplaner Ampel geregelt oder Lichtsignal heißt das fachtechnisch geregelte Kreuzungsanlagen vorgeschlagen haben, weil sie genau ausbaldowert haben, dass man dann den Spitzenverkehr besser bewältigen kann und so weiter. Und die Politik hat gesagt, das wollen wir nicht, das ist uns viel zu technisch im zentralen Innenstadtbereich. Wir wollen Kreisverkehre und wir nehmen in Kauf, dass es zu Spitzenzeiten dann auch zu gewissen Rückstaus kommt. Das nehmen wir in Kauf, weil wir ansonsten diese Durchgängigkeit des Verkehrs und das Miteinander der Verkehrsarten, ohne dass man das technisch regeln muss, bevorzugen. Wir werden in diese Bahnhofstraße gucken, auch ein riesen Asphaltraum, der komplett in das Gartenschaugelände, also in die Parklandschaft integriert wurde. Also alle kurz sozusagen Verbindungsmöglichkeiten, die hier in einer Art innerem Ring beliebt waren und politisch höchst umstritten, das abzuschaffen. Diese ganzen Verkehrsbeziehungen hier, die wurden letztlich alle geschlossen. Hier gibt es noch eine Tempo 20 Möglichkeit, direkt an der Altstadt, die Altstadt zu erschließen und ein bisschen abzukürzen, dass man nicht außen rumfahren muss von der nördlichen Ost-West-Achse zur südlichen Ost-West-Achse. Und man hat auch den Bus weiter sozusagen in der Planung berücksichtigt, weil man gesagt hat, nach der Gartenschau muss dann hier wieder der Bus durchfahren. Insofern ist das alles belastbar. Die Brücke ist entsprechend für Busbegegnungs- und Lastfall ausgebaut worden. Darauf hat man aber komplett verzichtet, weil man gemerkt hat, es funktioniert auch so. Und eine gut kommunizierte Planung mit vielfältigen Angeboten und vor allen Dingen nicht nur eine Einschränkung, sondern sozusagen man schafft auch was dafür. Die Bürger nehmen ja ihre Stadt komplett neu wahr. Die wollen ja hier gar nicht mehr Auto fahren. Die Leute kommen von außerhalb, um hier ihre Freizeit zu verbringen. Das ist ja der Witz, ne? Schwäbisch Gmünd hat eine tolle Landschaft drumherum und am Wochenende kommen die Leute in die Stadt, um hier ihre Freizeit zu verbringen, um einzukaufen, um mal essen zu gehen und so weiter. Und das ist ja ein Wert, den man schafft und dieser Wert steht dem entgegen, dass das beziehungsweise bewirkt, dass alle auch, dass es auch ein Verständnis in der Verhaltensänderung dann auch gibt. Da will ja niemand mehr reinfahren. Das ist ja klar, das erwartet ja auch niemand mehr. Und alle richten sich darauf ein. Natürlich muss man begleitende Angebote schaffen, dass man das Auto abstellen kann, dass man mit anderen Verkehrsmitteln auch in den zentralen Bereich kommen kann. Aber das ist ja hier komplett angeschlossen, ne? Zentraler Omnibusbahnhof, Bushaltestelle, Fahrradparkhaus, zentrales Parkhaus und so weiter. Jetzt der Blick in diese integrierte Stadtstraße, die übrigens eine politische Intervention war. Also die Planer haben eine dreispurige Straße gebaut, die relativ stringent hier durchlief. Die war nicht begrünt. Das war ein Wahlkampfthema, dass der Oberbürgermeister dann, Kandidat, der dann gewählt wurde, gesagt hat, nein, wir machen das als Boulevard, so wie in Brüssel, der kam ja aus Brüssel und kannte das. Ich möchte das mit Bäumen, ich möchte eine gesplittete Verkehrsführung und ich möchte eine gestalterische Fassung dieser Straße. Und das, denke ich, war ein enorm wichtiger Impuls auch für die politische Akzeptanz der Planung, sodass die Leute dann mehrheitlich mitgegangen sind und dann ein Ergebnis erzeugt wurde,
was ziemlich vorbildlich geworden ist. Also auch die Aktivierung der zentralen, der Elemente des Mobilitätshubs, das lag alles in der zweiten Reihe hier, Busbahnhof war gar nicht sichtbar und so weiter. So, die entsprechenden Platz für solche Angebote brauchen Sie ja, ja. Also wenn alles beengt ist, kann man das nicht machen. Also man braucht auch Platz. Jetzt noch ein paar Beispiele, die diese dramatische Veränderung zeigen. Wenn Sie auf dieses Haus, diese Fabrikantenvilla an der ehemaligen Silberbahnfabrik schauen und hier auf die sogenannte Bahnhofsapotheke. Die Straße ist weg, ja, man hat eben den Verkehr in diesen Tunnel verlegen können, das war schon Voraussetzung, aber wir hatten eben keine A81, die haben sie und der OB hat ja gerade gesagt, dass sie enorm leistungsfähig ist und dass auch Störungen letztlich nicht sofort das Verkehrssystem sich ändern lassen, sondern dass letztlich diese leistungsfähige Entlastungsachse für Lehrenberg funktioniert. Und hier den Bereich der Bahnhofstraße schauen wir uns gleich nochmal an. So nochmal von der anderen Seite, also Sie sehen hier, wir gucken jetzt quasi von hier vorne, von der anderen Seite rüber, eine Spannbetonbrücke, vierspurig, mit Schilderbrücken und allem drum und dran. Und heute sieht es tatsächlich so aus, also es gelingt Ihnen, wenn Sie sich auf dieses Haus konzentrieren, dass Sie dann den tatsächlich feststellen, das ist tatsächlich die gleiche Stadtraumperspektive. So, das ist die Bahnhofstraße, wo man dann immer sich nicht vorstellen konnte. Es kann auch nicht sein, dass ein so großes Straßenangebot, Verkehrsangebot, dass man das hinterher nicht mehr braucht. Und dann ist tatsächlich ein Stadtraum geplant worden, der als Fußgänger-, Aufenthalts- und Flanierbereich funktioniert, aber der ist tatsächlich so ausgebaut, dass hier der Bus im Begegnungsfall hätte durchfahren können. Aber das ist nicht mehr nötig gewesen. Ich würde gerne noch mal kurz springen in ein aktuelleres Thema. Das ist das Thema der Freiraumstrukturen. Also Gartenschau war sozusagen das große Thema. Was ist sozusagen das einfache große Konzept, mit dem man arbeiten kann? Das wird jetzt ein bisschen kleinteiliger. Wir haben starke Anforderungen aufgrund der Notwendigkeit zur Klimaanpassung, jetzt auch stärker uns mit der Integration von Grün im Stadtraum zu beschäftigen. Und haben einen Büro beauftragt, mit dem wir das durchgeführt haben. Das sind jetzt nur so ein paar planerische Schlaglichter. Man ermittelt eben mal, wie hängen eigentlich die Freiraumstrukturen zusammen. Und der Blick auf Lehrenberg ist eben, man sieht den Pomeranzengarten, man sieht die Glemsaue, man sieht den Stadtpark und fragt sich dann, ja, kann man das irgendwie noch stärker mit Grünthemen zusammenfügen, um das zu aktivieren. Das sind ja Riesenpotenziale, die quasi solitär oder inselartig im Stadtraum verortet sind. Und das könnte ja eine Vorstellung sein, die einen dann auch inspiriert, welche Aufgaben die Straßenachsen übernehmen könnten. Also das ist sozusagen nur, um ein Feeling dafür zu kriegen, die verschiedenen Raumcharaktere, wie sie da sind, die Freiraumtypologien, um dann zu entsprechenden Überlagerungen mit Verkehrsfragen. Ganz wichtig, öffentliche Veranstaltungen spielen eine Rolle, darf man nicht ignorieren. Man kann jetzt nicht sagen, wir pflanzen da Bäume und dann gibt es eben keine Märkte mehr. Das funktioniert auch nicht. Auch Städte haben sich in den letzten 30 Jahren entwickelt mit Veranstaltungsformaten, die wichtig für die Vitalität des Stadtorganismus sind, die man nicht jetzt einfach wieder über Bord schmeißen kann. Also es muss da ein Miteinander geben und ein entsprechendes Freiraumkonzept. Und Sie spüren schon, dass praktisch dass das Thema die Vernetzung ist und die gleichmäßige Verteilung auch dieser Netzstruktur. Und jetzt komme ich noch auf einen Umbruch, der mich, sagen wir mal, stark überrascht hat. Also der Gemeinderat hat gesagt, ihr müsst jetzt was mit der Altstadt machen, mit der Innenstadt machen. Also Altstadt mehr oder weniger gleich Innenstadt. Wir wollen ein Konzept haben. Wo geht es jetzt hin? Mehr Grün in die Stadt, weniger Verkehr, Klimaanpassung, Starkregenschutz, das sind unsere Themen. Und dann haben wir gemerkt, das ist ein ziemlich großes Ding und man läuft ja immer Gefahr, wenn man sowas dann aufsetzt, dass man dann wahnsinnig viel weiß und sieht und plant und alles richtig, sozusagen die Weichen richtig stellt, aber es passiert dann nichts. Und der Oberbürgermeister hat dann gesagt,
hat es dann kanalisiert, diesen Wunsch, und hat gesagt, wir beschäftigen uns mit dem Quartier Schmiedgassen. Das ist das letzte Quartier in der Altstadt, das noch State of the 80s ist, also verkehrsgerecht ausgebaut mit Parkierung, man kann überall rumfahren und so weiter. Und das hat Akzeptanz gefunden. Und dann haben wir untersucht, wie könnte man denn dieses Quartier, hier der Hauptverkehrsring um die Altstadt, und man kann hier reinfahren und hier so lange cruisen, bis man dann einen Stellplatz gefunden hat. Dann kann man hier hin und her fahren. Es gibt zwar Parkhäuser, aber die werden natürlich erstmal mehr oder weniger ignoriert, weil man dann sagt, ich fahre lieber hier und park da und dann fahre ich so lange. Oder es gibt die Leute, die dann gerne ihre Autos zeigen oder dass sie ein tolles Auto haben. Die fahren dann hier auch immer im Kreis. Und wir haben gesagt, da könnte man doch Folgendes draus machen. Man kann reinfahren, und aber nicht rumfahren, sondern man kann reinfahren und kommt dann irgendwann zu einem Parkhaus. Und dann kann man sich entscheiden, ob man da dann parkt oder ob man wieder weg will. Ja? Und dann kann ich genauso hier zu den Läden gehen, und ich habe in den Straßenräumen habe ich Platz für Cafés. Das war dann das Konzept. Wir haben das dreistufig angelegt, nach dem Motto, erst hier was rausnehmen, dann da was schließen, dann da was machen. Und der OB hat gesagt, nee, ich schlage vor, wir machen gleich alles komplett. Da waren alle ein bisschen überrascht, und wir haben auch das praktisch dann versuchsartig angeordnet. Hier sind übrigens noch Busse, bis zu 1000 Busse in dieser Achse hier. Das ist die zentrale Bushaltestelle zusammen mit dem Marktplatz in der Innenstadt von Schwäbisch Gmünd. Auch das musste integriert werden, und wir haben dann die Freiräume, die wir erhalten haben, haben wir genutzt, um Installationen vorzunehmen mit Farbe, mit Blumenkübeln, mit kleinen provisorischen Aufpflasterungen, haben das der Bürgerschaft so vorgestellt. Und das ist dann auch so gebaut worden. Also wir haben verschiedene Plätze thematisiert in diesem Quartier, um auch mal den Blick sozusagen zu fokussieren. Das war einer dieser Platzbereiche, den wir aufgeweitet haben. Eine tolle Brunnenanlage, die aber von weiten Verkehrsräumen umspannt war. Und dem Thema und dieser Atmosphäre wollten wir mehr Raum geben. Dann gab es einen kleinen Zwischenbereich, wo man sozusagen abkürzen konnte zwischen den beiden Gassen. Da haben wir ein Strandthema etabliert. Der Bauhof hat dann die Strandkörbe gebaut. So sah das dann aus mit einer Bodenmalerei. Und die Spielräume in den Gassen wurden genutzt, um zusätzliche Cafés anzubieten. Und die Stadtgärtnerei hat also gezeigt, was sie drauf hat. Mir persönlich ist das jetzt ein bisschen zu üppig, aber das war gewünscht. Und dann macht man das eben mal so. Und dann einfach versucht, sozusagen die Raumwahrnehmung mit diesen Farbinterventionen im Stadtboden einfach zu verändern. Gut, das war's. Also ich glaube das, und sozusagen als Abschluss, meine persönliche Wahrnehmung, ich habe ja als Planer in Ludwigsburg lange gearbeitet. Ludwigsburg ist auch eine harte Stadt, was das Thema politische Auseinandersetzung in der Stadtentwicklung angeht, und wo man sozusagen lange diskutieren musste, um auch Veränderungen dann gemeinsam auszubalancieren und zu tragen. Da sind wir jetzt ich glaube aber, dass sich die Zeiten grundsätzlich geändert haben. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo eine große Bereitschaft aller da ist, aller Bürger da ist, aber auch vieler an der großen Bandbreite auch der Fraktionen im Gemeinderat, einfach mal Dinge auszuprobieren. Und hier ist es so, dass wir jetzt kein Geld haben, Sanierungsgebiet zu machen, zu sagen, jetzt haben wir mal 7 Millionen Euro und bauen alles schön um und so weiter, wie die das in Bielefeld gemacht haben. Das haben wir nicht. Also müssen wir, wenn wir nicht stehen bleiben wollen und sagen, wir können halt nichts machen, dann muss man irgendwie mal anfangen, auch mit den Leuten. Und die Bäcker und Kaffeebetreiber und so weiter, die sagen auch, ja, es ist weniger Verkehr da und ich spüre das schon, die halten nicht und kaufen keine Brezel und sowas. Und dann sagt der OB, okay, wir machen das alles wieder so, wie es vorher war. Nein, 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 das wollen wir auch nicht. Und also es ist eine tolle Situation eigentlich, wo alles so ein bisschen im Umbruch ist und alle wissen, es geht nicht mehr so wie früher, wir müssen jetzt was machen. Und wichtig ist, dass man dann mal anfängt und dass man auch eine positive Energie in die ganze Geschichte reinkriegt und dass das ein Prozess ist, der eben anders als früher Generalplanung und dann wird umgesetzt und so, sondern das geht mit Improvisieren, das geht mit Ad-hoc-Ideen, mit jährlichen Verbesserungen und einfach, dass die Stadtgemeinschaft sich eben hier auch als handelnd und nicht als Spielball gemeinsam wahrnehmen kann. Und das ist das Wichtigste, und da ist jedes Mittel recht, um einfach den Weg anfangen zu gehen. Vielen Dank. Wunderbar. Ganz großartig. Sie sehen die Begeisterung, die hier zurückschwappt. Man muss es tun und man muss loslegen. Und man weiß vielleicht nicht ganz genau am Anfang, wo es hinten rauskommt, aber es wird nicht so bleiben, wie es ist.
Darf ich Sie ermuntern, wenn Sie eine Frage noch an Herrn Miem stellen möchten, dieses zu tun? Da gibt es die Mikrofone. Ich hatte hier, glaube ich, gespürt, gibt es eine Frage vom Oberbürgermeister? Ja, vielen Dank. Wir reden hier aber ganz gerne von Konzepten, aber nicht so über das Geld. Schwäbisch-Gmünd hat ja aufgrund des Neubaus des Tunnels ja auch einige finanzielle Last übernommen. Mit der hohen finanziellen Leistungsfähigkeit war ja anfangs 2009, so kenne ich das noch aus der Diskussion heraus, nicht so unbedingt viel zu spüren. Man hat große Sorge gehabt über 120 Millionen Euro, damals schon 2009. Das weiß ich ja, weil ich das verfolgt habe. Und dann hat man die Angst gehabt, dass man in eine Schuldenspirale kommt. Können Sie dazu noch mal was sagen vielleicht? Ja. Weil das ist auch ein Thema bei uns ist, und generell an alle Städte und Gemeinden, die natürlich auch die finanzielle Leistungsfähigkeit auch irgendwie dann beachten müssen. Mhm. Wie der Schuldenstand damals war, vor dem Umbau, mit dem Umbau und vielleicht auch heute, dass man mal erkennt, 13 Jahre später, nach der Entscheidung und nach dem Umbau, wie das gelaufen ist. Ja, zu der finanziellen Situation, den Tunnel hat der Bund gebaut, also damit hatten wir nichts zu tun, Gott sei Dank. Wir mussten sozusagen nur die planerische Adaption für den Stadtorganismus begleiten. Die Stadt hat für das gesamte Umbauprojekt 68 Millionen Euro eingesetzt und hat 38 Millionen Euro Fördermittel tutti completi aus diesen vielen verschiedenen Förderquellen bekommen. Und es ist schon auch immer auch von benachbarten Städten und ängstlichen Oberbürgermeistern die Frage gestellt worden, wie könnt ihr das machen als am stärksten verschuldete Mittelstadt Baden-Württembergs? Also wir müssten normalerweise, ich will nicht sagen Haushaltssicherungskommune, so weit sind wir noch nicht, aber wenn man Baden-Württemberg weit guckt, ist Schwäbisch Gmünd ganz unten. Wie könnt ihr das wagen, wie könnt ihr euch das leisten? Und wir haben aber dann genau herausgearbeitet, auch in den Jahren davor schon, bevor es dann mit den Ausgaben losgegangen ist, wie die Schuldenentwicklung der Stadt ist. Und der Gemeinderat und die Öffentlichkeit haben ein Gespür dafür entwickelt, dass sie gemerkt haben, die Unattraktivität der Stadt, insbesondere in diesen zentralen Lagen und natürlich auch ausstrahlend darüber hinaus in die ganzen Verknüpfungsbereiche, Altstadt, Innenstadt, Randzonen und so weiter, dass das letztlich dazu führt, dass es einen Kreislauf negativer Rückkopplung gibt und dass es letztlich dann ein Ansteigen der Schulden gibt, weil es keine Zuwächse gibt. Es gibt keinen Zuspruch, keine Zuwächse, keine Leute, die sagen, ich ziehe nach Schwäbisch Gmünd. Es gab die berühmte Anekdote, dass die Bosch-Bewerber, wenn sie den Bahnhofsvorplatz betreten haben, das Handy gezückt haben und angerufen haben, gesagt, ich komme nicht zum Vorstellungsgespräch und wieder weggefahren sind. So weit waren wir. Und dann war klar, sie müssen was machen, um die Attraktivität der Stadt vom Grunde auf, vom grundständig, vom Herzen her, komplett neu zu positionieren. Das ist allen völlig klar gewesen. Und wir hatten dann, denke ich, das Glück, dass die Sachen sehr mit Augenmaß alle geplant waren. Und gut geführt wurden durch die Gartenschau GmbH, eine Umsetzung, übrigens so ein großes Projekt, es bietet sich an, eine eigenständige GmbH zu machen, das wäre meine instrumentelle Empfehlung, weil eine normale Verwaltung und ein Gemeinderat, die Wege sind dann zu lang in der Abstimmung und in der fortlaufenden Beschlussfassung und so weiter, aber das müsste man nochmal vertiefen, dass dann klar war, nur so geht es wieder aufwärts. Also sagen wir mal, wenn Sie mich jetzt fragen, wo stehen wir jetzt? Wir waren in Richtung 120 Millionen Euro mal verschuldet. Wir waren auch schon mal jetzt, wir haben ein ganz eisenhartes Rückzahlungskonzept gehabt seit 2014. Da waren wir mal bei 80 Millionen. Das wackelt jetzt wieder ein bisschen, weil die Verschuldung der Kommunen steigen. Das wissen Sie aus Grund anderer Umstände. Aber für den Gemeinderat und die Öffentlichkeit ist es auch finanziell eine Riesenerfolgsstory gewesen. Und ich erlebe das jeden Tag, dass die Leute, auch wenn wir Ausschreibungen machen vom Rathaus, dass die Leute nach Schwäbisch Gmünd kommen und sagen, das ist toll hier, ich komme hier gern her. Das wäre sonst nicht der Fall gewesen. Im Gegenteil, die Anekdote ging genau in die andere Richtung. Vielen Dank. Darf ich noch mal einladen zu einer Frage? Bitte vorne. Ich würde gerne interessieren, wie Sie die Bürgerschaft mit einbinden. Die Bürgerschaft, die Einbindung der Bürgerschaft war die Frage. Ja,
Genau. Also es gab natürlich einen längeren Planungsprozess mit verschiedenen Stufen, der immer wieder auch Öffentlichkeitsarbeit beinhaltete. Fangen wir mal so an. Ich mache mal ein paar Schlaglichter. Das Ganze ging so los, dass in den, ich glaube sogar in den 90er Jahren, ein Künstler, nämlich Walter Giers, Mitbegründer der Electronic Art, der in Schwäbisch Gmünd ansässig war, mit einem Journalisten ein kleines Buch herausgegeben hat, wo sie sozusagen die verdeckten Orte oder die geheimen Orte des, der schönen Innenstadt, die sind also runtergeklettert von dieser Betonstraße zu dem Fluss, der da total eingebaut war, und haben da unten dann Bilder gemacht und haben dann Fotoanimationen gemacht, die auch so ein bisschen fantasievoll waren, also nach dem Motto, Schwäbisch Gmünd wird Venedig, alles ist voll Wasser und so weiter. Also die haben einfach fantasievoll mit Animationen Stadträume verändert, die ein anderes Bild der Stadt, der Bürgerschaft vermittelt haben und im Prinzip diesen Scheuklappentrott, der sich entwickelt hat, aufgebrochen haben. Also es war tatsächlich mit Händen greifbar, dass aufgrund der desolaten Situation, insbesondere in dem erweiterten Bahnhofsumfeld, alle sofort irgendeine Scheuklappe draufgezogen haben. Und auch Leuten, die neu nach Schwäbisch Gmünd gekommen sind, also Studenten zum Beispiel, die haben, hatten die ein Jahr, nachdem sie da waren, auch drauf. Und die Scheuklappe so, ja, es ist irgendwie eine kleine Stadt und es ist irgendwie nichts los und es ist alles irgendwie nicht so ganz so gut und so weiter. Und irgendwie ist die Stadt nicht so toll und so. Also es ist so ein Runterreden gewesen. Ja, ja, und das liegt halt daran, wenn sie immer Dinge sehen den ganzen Tag, die sie eigentlich nicht ertragen können, dann müssen sie die ausblenden. Sie müssen praktisch ihr Umfeld ausblenden und sie laufen immer in einem Ausblendungsmechanismus durch ihre Stadt. Und das ist doch fatal, wenn man mit der, wenn die Bürgerschaft zusammen was entwickeln will. Und diesen psychologischen Ausblendungsmechanismus, den aufzubrechen, dafür war diese künstlerische Intervention gut. Und dann hat man das Gartenschau-Thema aufgebaut. Mein Vorgänger hat damals gesagt, lass uns das mit einer Gartenschau machen, diese Umbauaufgaben. Der hatte die Idee, dass man das als Rahmeninstrument gut gebrauchen könnte und dass das Grünthema einfach unheimlich viele Vorteile bringt an Qualitätsperspektive und dass das auch die Bürgerschaft mitzieht. Die Bürgerschaft war natürlich skeptisch, insbesondere wegen dieser Verkehrsumbrüche und der Verlagerung der Straße auf den Bahnhof, und das war erst so ganz scharf abgeknickt und da gab es eine Initiative, die gesagt hat, es geht gar nicht, das wird alles zusammenbrechen. Und dann ist, wie gesagt, der OB im Wahlkampf gekommen und hat gesagt, ich mache die Straße runder, wir machen einen Boulevard, wir machen das Ganze organischer, die wird begrünt und es wird ein anderer Stadtraum sein. Also da hat man tatsächlich nochmal, wo man schon relativ weit war, ist man nochmal auf eine Skizze zurückgegangen, also wo der Gartenschau-Wettbewerb schon entschieden war und das Landschaftsarchitekturbüro schon komplett geplant hatte, ist man nach der Einsetzung und dem Gemeinderatswahlkampf und OB-Wahl, Baudezernent, alles 2009, ist man nochmal auf eine Skizze zurückgegangen und hat dann mit der Bürgerschaft so lange diskutiert. Es gab auch noch einen Entscheid zu einem zweiten Tunnel, da wollte es eine breite Fraktion im Gemeinderat, wollte noch einen inneren Tunnel bauen, also zwischen den beiden Kreisverkehren, Sie erinnern sich, dass man nochmal einen Tunnel macht, dass man also schneller von Kreisverkehr A zu Kreisverkehr B kommt und der Bahnhofsvorplatz dann autofrei ist. Das musste noch abgeräumt werden, weil das ist ja, hätte ja wahnsinnig viele Rampen gebracht, die wieder 50, 60 Meter Rampen, die wieder den Stadtraum komplett zerschnitten hätten, da wäre wieder niemand rübergekommen, da nützt ihnen der Streifen in der Mitte dann auch nichts, der dann autofrei ist. Das gab also nochmal richtige harte Kämpfe, auch in der politisch aufgeladenen Öffentlichkeit durch diese Wahlkämpfe, aber letztlich ist dadurch, dass wir sozusagen die Planung dann wieder auf eine Skizze zurückgeführt haben und nicht gesagt haben, so ist es, Maßstab 1 zu 500, alles durchgeplant, so wird es jetzt, sondern wir haben gesagt, nein, wir haben eine Skizze, und so meinen wir, dass das gut ist und jetzt können wir so lange miteinander reden, bis wir beieinander sind. Wir haben dann so ein Angebot gehabt, immer samstags im Rathaus, im Sitzungssaal zwischen 10 und 12 Uhr. Das Planungsteam ist in mit Oberbürgermeister und Baudezernent und man konnte kommen, wer wollte. Und dann haben wir mit den Leuten geredet und das haben wir ein paar Wochen gemacht. Das wurde auch wahrgenommen. Und dann, das wurde massiv wahrgenommen und dann war irgendwann die Bereitschaft da, dass man gesagt hat, okay, wir vertrauen dem. Das wird gut und dann ist der Dreif ist aber erst gekommen mit der Durchführung der Gartenschau selber, wo ja die Verwaltung, eigentlich war es dann der Oberbürgermeister,
das geschafft hat, ein großes ehrenamtliches Team in der Bürgerschaft zu rekrutieren, die auch ausgebildet wurden und die dann praktisch die ganze Begleitung der Gäste in der Gartenschau, die Pförtnerdienste und so weiter gemacht haben. Aber das war praktisch die Phase, wo dann die Umsetzung schon entschieden war. Vielen Dank. Gibt es noch eine weitere Frage? Bitte kommen Sie einfach nach vorne ans Mikrofon. Als Linke. Ja, erstmal danke für den interessanten Vortrag. Sie hatten das Thema mit dem Einzelhandel schon kurz angesprochen, mit dem Bäcker. Ich wollte fragen, ob Sie da schon genauere Rückmeldungen oder Zahlen haben aus dem Einzelhandel. Wie sich das entwickelt hat nach dieser Umstrukturierung des Innenstadtverkehrs, weil wenn man so in die Diskussion reinhört, die man immer mal wieder so wahrnimmt, auch im Netz zum Beispiel, hat man immer den Eindruck, dass der Einzelhandel komplett zusammenbricht oder pleite geht, wenn man sobald man nicht mehr mit dem Auto direkt in das Geschäft reinfahren kann und einen Parkplatz in 5 Meter Entfernung hat. Also es gibt, sagen wir mal, bestimmte Sprecher, exponierte Sprecher da bei den Einzelhändlern. Das ist die Bäckerei Stemke in der vorderen Schmiedgasse, wenn Sie da mal nachfragen wollen. Also die sagen, ja, wir haben schon Umsatzeinbußen, ja, kann man schon sagen. Und wir gucken denen jetzt nicht in die Bücher, nicht? Also das ist nur das, was sie sagen. Die wohnen da aber teilweise selber in dem Haus und haben dann auch gesagt, mit dem Verkehr, wenn sie den Verkehr rausnehmen, das bringt gar nichts, weil das sind die Busse, die den Lärm machen, wenn die bremsen und anfahren und so weiter. Und ich habe das alles ausgerechnet, das ist ein Ingenieur, der eine Bäckerbruder, der da mitschafft. Und dann haben wir gesagt, jetzt lass es uns doch mal machen und dann kann man auch nachjustieren und so weiter. Und dann hat man es gemacht und hat dahinter gesagt, nee, ist viel leiser, als er sich das vorausberechnet hatte. Und es ist deutlich anders, als man es auch angenommen hat irgendwie. Also die wohnen da, die arbeiten da, die haben da ihren Wirtschaftsbetrieb, aber sie leben da auch teilweise. Und da muss man dann eine Balance herstellen. Und welche Anmutung hat der Stadtraum für die Bürgerschaft, für die Bewohner, für die Hauseigentümer? Welche Chancen haben die Hauseigentümer, welche Perspektiven haben die Hauseigentümer, ihre Häuser auch zu erhalten, also wo nichts passiert und die Stadt gar nicht sagt, also in die Richtung geht es weiter und dann vertraut eben irgendwann auch keiner mehr darauf, dass mal irgendwann was passiert. Also es sind ganz viele verschiedene Interessen, die nicht alle in die gleiche Richtung gehen und wo man eine Balance herstellen muss und ich denke, das ist uns in den Gesprächen mit der Bürgerschaft gelungen, dass wir in Summe eine sozusagen die Summe aller Wünsche mehr trägt, als wo man sagt, naja, das kneift noch ein bisschen und da könnte ich mir das noch vorstellen. Vielen Dank. Ja, bitte gerne noch die letzte Frage. Vielen Dank auch für Ihren Vortrag. Ich habe noch eine Frage zum Fahrradfahren. Also in der Innenstadt sieht es jetzt ja so aus, als ob man da problemlos eben Fahrrad fahren kann. Wenn jetzt aber jemand aus einem Winkel, sage ich mal, dort von Schwäbisch Gmünd kommt mit dem Fahrrad bis zum Stadtzentrum. Wie sieht es da aus? Haben Sie dort auch Fahrradwege noch zusätzlich gebaut oder ist es gar kein Problem? Wir haben die Situation durch die beiden Gartenschauen, die wir hatten. Wir hatten ja 2014 die Landesgartenschau und 2019 die Remstal-Gartenschau mit 15 anderen Kommunen. Und gerade da war das regionale Radfahrthema natürlich wichtig und auch immer die Frage, wie komme ich in die Kommunen rein und wie kann ich da ordentlich durchfahren und wie erlebe ich auch was. Das war in der ganzen Zeit ein wichtiges Thema. Und die Maßnahmen waren eher im Bereich der detaillierten Anpassung, also dass man sagt, hier kommt er nicht richtig um die Ecke, weil man ihn anders führen muss. Es war die Frage der Orientierung, also Beschilderung. Da ist ganz viel gemacht worden. Was wir tatsächlich nicht geschafft haben, ist, dass man sagt, und jetzt gibt es hier die Radautobahn durch das Remstal, die also straight durchläuft mit irgendeiner Brücke dann nochmal oder sowas. Das ist aufgrund der beengten Verhältnisse und der komplexen stadträumlichen Verhältnisse in der Tat nicht gelungen, sondern es ist eher mit ganz vielen kleinen Anpassungsmaßnahmen und einer besseren integrierten Situation. Wenn Sie sich nochmal an den Bahnhofsvorplatz erinnern, das ist kein autodominierter Stadtraum, obwohl wahnsinnig viel Verkehr noch da ist. Und das Radkonzept sozusagen dem Radfahrer tatsächlich originäre Infrastrukturkomponenten zuzuweisen, da sind wir erst jetzt dran. Das läuft aber viel mit Markierung, also nicht nur die Orientierungsbeschilderung, sondern im Prinzip die Legitimationsmarkierung im Fahrbahnraum.
Das ist ein Mittel, wo ich erst gedacht habe, das ist so Placebo, ne? Wenn man auf die Straße ein Fahrrad aufmalt. Ne? So als alter Radfahrer denkt man, ich fahre doch da lang, brauche kein Rad da draufmalen. Ne? Aber es gibt tatsächlich, in Gmünd ist es so, wenn ein Radfahrer auf der Straße fährt, denken die Autofahrer, der gehört da nicht hin, der gehört auf den Gehweg, weil es oft noch gemischte Funktionsgehwege gibt aus den 60er Jahren, wo das noch möglich war. Und die hupen dann, dass sie verschwinden. Ne? Und wenn du ein Radsymbol auf der Straße hast, dann weiß auch so ein Autofahrer, Mensch, der darf da ja tatsächlich fahren. Und wir haben die Rückkopplung bekommen von vielen Radfahrern, wo wir das mal in so einer Hauptverkehrsstraßenachse in der Innenstadt gemacht haben, haben wir die Rückkopplung bekommen, das wirkt tatsächlich, die haben sich bedankt und gesagt, ist viel besser als vorher. Also hätten wir nicht gedacht, wir haben erst gedacht, so als Verkehrsplaner denkt man dann, ah, so Placebo, ne? Die richtigen Dinger sind immer die originären Infrastrukturelemente, das ist aber nicht so. Also das ist mal so die Erfahrung jetzt gewesen, was wir gemacht haben. Und was wir jetzt machen ist, dass wir versuchen tatsächlich Fahrradstraßen einzurichten, also in den Seitenräumen der Innenstadt, praktisch aus der Oststadt, aus der Weststadt, aus der Südstadt, dass man also ein sternförmiges Netz von Fahrradstraßen tatsächlich hat, wo man nach STVO den Fahrradfahrer dann auch priorisiert. Da arbeiten wir jetzt nicht dran. Das ist im Detail nicht trivial, weil man wirklich viele Dinge im Detail dann auch vor Ort beachten muss. Aber das ist erklärt der Wille des Gemeinderates, das jetzt Stück für Stück umzusetzen. Toll, vielen Dank. Ja, Herr Miem, ich glaube, Sie verdienen einen großen Applaus für diese wunderbar inspirierenden, tollen Ideen und die positive Energie. So, und ich glaube, das ist heute wirklich gelungen. Impulsvorträge und Inspiration. Da haben wir jetzt wirklich drei Pakete heute Abend in den Kopf bekommen, von denen wir wahrscheinlich noch viel hören werden in den nächsten, also morgen sehr gerne, aber auch wahrscheinlich in den nächsten Auseinandersetzungen. Ich vermute, da wird auch im Stadtrat und im Gemeinderat die eine oder andere Idee gewälzt. Ja, wie wäre es denn mit der Bundesgartenschau? Nein, der Bundesgartenschau nicht, ne? Landesgartenschau. In Leonberg, was würde das machen? Also alleine als Denkidee, finde ich, ist das wirklich ein spannender Exkurs. Das ist also gelungen. Nun ist es morgen nicht Sonntag und es ist nicht 10 bis 12 und es ist nicht der große Sitzungssaal in Schwäbisch Gmünd, sondern es ist morgen von 11 bis 17.30 Uhr, es ist die Stadthalle und wir laden die Bürger Leonbergs dazu ein, uns bei der Perspektivenwerkstatt sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und das möchte ich Ihnen jetzt gerne noch als allerletztes kurz vorstellen, was da morgen geplant ist. Und ich will Ihnen auch nicht vorenthalten, aus aktuellem Anlass, dass die Perspektivenwerkstatt auf einem englischen Modell beruht, nämlich dem Community Planning, und dass der Schirmherr der Community Planning Bewegung kein geringerer als damals Prinz Charles und heute der König Prinz, Charles der Dritte in England ist, der sich also für die Partizipation eingesetzt hat auf sehr vielen Arten und Weisen und schon sehr früh in dem Thema Community Architecture diesen ikonischen Satz geprägt hat, Planning and Architecture are too important to be left to the professionals. Damit hat er nicht überall Applaus ausgelöst, vor allen Dingen nicht in der Architektenschaft, und ist teilweise auch wirklich dafür gedisst worden. Aber er hat natürlich in der Community Planning Bewegung sehr viel Rückhalt bekommen, und vor allen Dingen hat er meiner Meinung nach total recht bekommen, weil es geht eben um den gesunden Menschenverstand auch und um die tatsächlichen Expertisen, die die Bürger durch die tägliche Benutzung der Stadt und des Stadtorganismus einfach haben und die man einbeziehen kann und sollte. So ist er also zu solchen Events gegangen, hat sich teilweise selber bei einem beteiligt auf dem rechten Bild in Poundbury. In England hat er seine eigene Dorfentwicklung betrieben mit diesem Instrument des Community Plannings. Oder er war 1995 bei einer Perspektivenwerkstatt in Hellersdorf später zu Gast und wurde in den Plattenbau eingeladen. Und ich glaube, er zeigt hier ganz deutlich auf den Rotkäppchen-Sekt, den er bevorzugt vor dem Orangensaft, der ihm auch noch angeboten wird. Wir
arbeiten sozusagen an der Stelle morgen hier weiter. Sie sind dazu eingeladen, haben Sie Ideen, dann machen Sie mit. Wir halten morgen keine Vorträge, sondern wir wollen morgen mit Ihnen erörtern, an welche Themen hier in Leonberg auf der Tagesordnung steht. Und Sie sehen hier auf diesem Programmzettel, den Sie auch am Ausgang noch mitnehmen können oder der auch im Internet ist, die Reihe der Workshop-Themen, die wir hier gebildet haben im Vorfeld. Mobilitätsvision, Leonberg in der Region, das Zusammenwachsen der Stadtzentren, Wirtschaft und Einzelhandel, Mobilität, Stadtklima, Stadtplätze, Stadtgrün, die Zukunft der breiten Verkehrsschneisen und in einem zweiten Teil am Nachmittag Mobilität und Innovation. Das ist ja, Sie haben ja hier ein Referat für innovative Mobilität in Leonberg. Das kann nicht jede Stadt von sich behaupten. Und da wird auch gedacht, was ist eigentlich die Zukunft, was gibt es hier für Optionen. Und dann auch mit dem Zoom in bestimmte Bereiche wie den Neuköllner Platz oder die Stadtachse Süd. Oder auch eben die Grünthematik. Vielleicht wird das morgen ein bisschen größer gedacht, als man eigentlich am Anfang vermutet hatte. Also Sie sind sehr eingeladen, da mitzukommen. Sie können zu jeder beliebigen Zeit eintreffen. Wenn Sie sagen, es ist ein Thema, was mich interessiert, dann kommen Sie genau dann zu diesem Zeitpunkt. Oder Sie sagen, es interessiert mich alles, dann kommen Sie gerne auch den ganzen Tag. Wir werden um 11 Uhr diesen Workshop eröffnen. Sie sehen auch schon die Vorbereitung. Wir werden dann also dort orientiert in diese Richtung arbeiten. Bringen Sie Ihren Nachbarn mit. Wir freuen uns auf eine persönliche und diesmal nicht im Internet zu übertragende Begegnung mit Ihnen und auch einen Diskurs über diese Themen, die hier anstehen. Ich möchte mich in dem Zusammenhang noch einmal sehr, sehr herzlich bedanken. Das, was heute Abend aufgezeichnet worden ist, gibt es auch im Netz noch einmal, ich glaube, 14 Tage zum Anschauen im Nachhinein, wenn man das verpasst hat oder nochmal das eine oder andere vielleicht nochmal genauer, noch einmal sich zu Gemüte führen möchte. Und in diesem Sinne darf ich mich für heute Abend nochmal bei den Referenten bedanken, bei Ihrem Interesse bedanken, bei Ihnen zu Hause am Bildschirm bedanken und denen, die jetzt einen Heimweg haben, wünsche ich einen guten solchen. Vielen Dank. Applaus